Hallo Fast Guy, hallo Happens, hallo JJ, hallo Tristan, hallo Jay Gamer, hallo Thorax, hallo Aaron, hallo Guys and Girls. Was geht? Wie zum Teufel haben schon 4 Leute kommentiert auf ein Video, das seit 8 Minuten draußen ist? Ihre Videos sind wie märchenhafte Welten, in die man sich leicht vertiefen kann. Danke für diese magische Reise. Eva Levin mit einem Arschbild. Du bist ein Bot. Dieses Video ist wie eine Eintrittskarte in eine andere Dimension. Welche Gefühle hat es bei dir ausgelöst? Teile deine Eindrücke. Carina Brown mit einem Arschbild. Du bist ein fucking Bot. Lösch dich. Okay, falls du hier bist, dann weißt du jetzt, dass ich das nicht sehr gut finde, wenn du mit deinem Arsch unter meine Videos drunter kommentierst. Okay, es sind 2 Kommentare. Und dann sind es geiles Videokommentare. Ja, darauf habe ich gerade gehofft, dass jemand schreibt, geiles Video direkt komplett angeschaut, so nach 5 Minuten, 40 Minuten angeschaut. Nein, ist ja alles okay. Okay, ich habe kommentiert. Ist es auf dem Discord? Hallo Caligo, hallo Angel, hallo Lennart. Endlich gescheite Unterhaltung in der Notaufnahme. Lennart, bist du zu schnell auf der Autobahn gefahren? Nein, wenn das jetzt stimmt. Was passiert, Lennart? Oh nein. Okay, Twitch, YouTube, alles ist activated. Dann, glaube ich, habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Hab mir auch das Video gegönnt. Ich wollte gerade sagen, okay, aber auf Patreon, ne? Okay. Wie schnell hast du dir 40 Minuten angeschaut? Danke, Jay. Hallo, Itako. Da will man in Ruhe das Video gucken und du kommst online. Guck das Video, hier ist nicht so interessant. Video ist wichtiger, wenn du willst. Okay. Ja, ich habe das Video rausgebracht. Guckt es euch an, wenn ihr wollt. Oh Gott, Lennart. Oh Gott. Ein Job mit Lebensmitteln? Was hat es damit zu tun? Oh nein. Dann keep us updated. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes. Es ist bestimmt nichts Schlimmes. Normaler Freitag bei mir. Rettung für meinen Gen 2 Kleinstein. Ja, ich will. Guck's dir an, dieser Stream ist nicht so wichtig. Hier passiert nicht so viel Wichtiges, wie ich in diesem Video zusammengeschustert habe. Oh mein Gott, war das wieder anstrengend, dieses Video zu machen. Aber jetzt habe ich endlich ein Video, wo ich sagen kann, hey, hör auf mich dumm zu fragen, da ist alles drin. In nur 40 Minuten. Hätte ich das Video in kleine Teile machen können? Nein. Es ist gut so. Es ist richtig so. Und wenn euch Fehler in dem Video auffallen, sagt es bitte. Denn es sind so viele mini kleine Details, da kann man durcheinander kommen. Da kann man Fehler machen, leider. Endlich weniger mit den Zuschauern reden. Genau. Dieser Stream ist ein Traum. Es ist eine emotionale Achterbahn. Wie findet ihr den Stream? Hab leider kein Arschbild. Verdammt. Ich akzeptiere nur Kommentare mit Arschbild. Rektozio. Oh mein Gott, Stufe 3. Rektozio, sehe ich eigentlich so aus, als wäre ich wirklich Ash? Ich finde, wenn es so ist, schon bewegt sich nur dauernd. Beziehungsweise, ich bin nicht Ash, ich bin Red. Der 10 Jahre alte Red, der schon mit Bart aus dem Uterus kam. Rektozio, vielen, vielen Dank für Gen 3. Guck mal hier. Rektozio, Gen 3. Gen 3. Rektozio, Dankeschön für Stufe 3. Seit 27 Monaten. Aber auf den Stapel. Ich bin der allerechte Ash Red. Ich könnte aber auch blau sein.
Aber blau gibt's nicht. Es wird immer, ist immer nur die Rede von Red. Aber eigentlich voll, es gibt genau genommen auch Green. Aber ist okay. Hallo Del Prani. Hallo Candy Mountain. Okay. Heute fangen wir Scheimen. Ich habe mal die Liste aktualisiert. Ich habe eine neue Origin Dex Liste angefangen mit allen Pokémon drin. Und habe schon die abgekreuzt, die ich auch habe in zukünftigen Gens, wie zum Beispiel Eventmons. Und ich habe alle Eventmons außer ein zweites Hooper. Das ist aus Go. Das heißt, ich brauche irgendwie noch für den Origin Dex zumindest ein Hooper, das aus. Was ist das? Gen 6, ne? Das aus Gen 6 Event ist. Oder zumindest aus irgendeinem Event außer Pokémon Go. So, einen Moment. Ich starte meinen 3DS. Was sehe ich hier gerade? Tennis. Hallo. Machst du jetzt eigentlich nur noch Pokémon? Ich mach doch schon immer nur Pokémon. Bist du einer der 0,001% die Palworld sehen wollen? Palworld ist vorbei. Heute kam ein Update in Palworld, aber es hat immer noch nicht den Glitch geändert, dass man einfach Bosse fangen kann. Sofort getestet. Ich habe gestern die restlichen nationalen Pokémon mir geholt, also die restlichen Pokémon angeschaut, um den nationalen Dex zu haben. Und habe Professor Eichs Brief mit drauf getan. Und jetzt müssen wir nur noch zu Shaman hingehen. Das schon eine Reise für sich ist. Und ja. Dachte, der Glitch wäre gepatcht. Nö. Welcher Glitch? Bosse fangen zu können? Ne, der ist nicht geglitcht. Ich hab's vorhin erst gemacht mit dem neuen Patch. Upp. Halt, 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 halt. Vielleicht denke ich auch diesmal dran, Kamera ein- und auszustöpseln, dass sie geht. So eine Kacke. Warum kann Windows 11 nicht mal Updates rausbringen, die nichts schlechter machen, sondern nur besser machen? Schwierig. Ich weiß, schwierig. Ich bin noch nicht fertig. Hey, Trottel. Hey, Trottel. Hey, Trottel. Habe ich gesagt, ich bin fertig mit dem Richten? Jetzt wird die Kamera nämlich gar nicht mehr angezeigt. Ah, jetzt geht's. Jedes Mal, wenn ich OBS neu starte, muss ich die Kamera neu verknüpfen. Das macht keinen Sinn. Aber was interessiert euch schon Technik? Jay Gamer, du bist ein Latios und ein Trottel. gib ihm die Punkte zurück. Komm, wir sind doch nicht so. Und Farsky, du bist ein Zyto. Zyto 2. Das zweite Zyto. Hat es lange gedauert? Nö. An Knopfdruck in PK Hex. Tristan, du bist ein Victini. Und Anne, du bist ein Corazon. Ich habe gestern auf meinem Gameboy ein Mew via Teleport Glitch gefangen. Zählt es als illegal oder legit? Das ist illegal. Die Polizei steht vor deiner Tür. Schau dir mein neuestes Video an.
Da kommt tatsächlich genau solche Infos, liste ich da auf, welche Pokémon legit und welche unlegit sind. Thorax, du bist ein Alabis. Hannes, du bist ein Saltigant. Mew in Gen 1 existiert nur als GF-Mew. Schau dir mein Video an, wie man ein GF-Mew bekommt mit einem Glitch. Und das ist das einzige Mew, das du übertragen kannst auf Bank und Home. Denn nur das hat existiert. Lennart, du bist ein Gorilla. Und JJ, du bist ein Kingler. Hallo Lucy. Jetzt muss ich auch noch auf YouTube folgen. YouTube viel wichtiger als dieser Quatsch hier. Lucy, du bist ein Formeo. Bin ich froh, dass Twitch auf meinem Firmenlaptop funktioniert. Es gibt Firmen, die blocken so Seiten, gell? Okay, wir haben genug Pokebälle. Ich habe 200 Pokebälle. Ich habe Topschutz immer noch und ich habe hier irgendwo am Ende Eichsbrief. Warum der Pokeradar hier ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den... Ach stimmt, den Pokeradar kriegt man auch erst, wenn man das Spiel durch hat. Und hier ist Eichsbrief. Das sollte doch jetzt funktionieren. Der Typ in der Höhle ist weg, das heißt, ich kann da durch. Und dann habe ich Eichsbriefs, da, dass das erscheinen kann. Das heißt, ich muss da jetzt bloß... Kann ich von hinten reingehen? Ich glaube, ich kann von hinten reingehen. Dann brauche ich keine Kaskade. Brauche ich Kaskade? Ich brauche Kaskade. Soll ich von hinten reingehen? Ich muss von hinten reingehen. Hallo Leon. Es sind noch recht viele Seiten geblockt und eine Info bei Twitch wäre komisch. Eine Info? Bei unserem Firmen-WLAN wurde Lieferando gesperrt. Tja, habt ihr zu viel gefressen. Anfo ist Anforderung, wie faul ist die Welt geworden. Hallo Seth. Bam bam bam, du Kaskade. Gengar will ich aber behalten, dann tue ich doch meinen Starter weg, den braucht doch eh keiner. Ich könnte das Evoli hier noch entwickeln. Dafür muss ich doch wirklich nur zu dem Stein gehen. Ich weiß gar nicht, aber was mir fehlt. Fehlt mir Fuliproba oder Glaziola? Ich glaube, mir fehlt Glaziola. Okay, und jetzt laufe ich einfach zurück den Weg. Wenn Shiny Huntest du nochmal. Das ist kein deutscher Satz. Ich scheine Lavados in Let's Go. Halt! Siehst du doch. Ich bin Sub-Consultant, was erwartest du? Sub. Sub. Social Appearance. Professional. Social Appearance Professional. Ich weiß schon, Sub das Programm. Ja, natürlich, Sub das Programm. Das kennen wir alle. Hey Leo, für Cap-Off sind es 1 Milliarde Punkte oder 1 Million. Da lohnt es sich, wenn man in der Schule war und Nullen zählen kann. Weißt du, was denn los? Ihr gebt mir doch überhaupt keine Gelegenheit, nett zu sein heute. Was ist denn das für eine Frage? Soll ich dir jetzt erklären, was der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden ist? Tut mir leid. Aber ich kann so einen Kommentar doch nicht durchgehen lassen. Ich kann doch nicht sagen, oh ja, es tut mir leid, dass ich das nicht genau gesagt habe, aber es ist nicht 1 Million, sondern 1 Milliarde. Ach komm schon, wie? Ach komm schon, du! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Millionen, 7, 8, 9, Milliarden. Du machst das so gut.
Hätte sein können mit einem amerikanischen System. Das macht noch weniger Sinn, die Aussage. Du tust so, als ob eine Milliarde im amerikanischen weniger Nullen hat. Milliarden gibt's nicht. Warte mal, warum geht das nicht? Ah doch, es geht. Das Wort Milliarden gibt's im Englischen nicht. Was kommt danach? Trillion, oder? Nee, Billion. Dann kommt Trillion und dann kommt... Nee, Billion, Billiarden, Trillion, Trilliarden, oder? Kenny, das musst du jetzt aber verstehen. Da sind Zahlen abgebildet. Das ist komplett irrelevant, auf wo du auf der Welt lebst. Diese Zahlen bedeuten alle das Gleiche. Es kommt nur darauf an, wie du das Wort aussprichst. Und wenn du sagst Milliarden, das existiert nur im Deutschen, dieses Wort. Also jetzt wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, aber Milliarden ist Milliarden. Auf Englisch würde es Billion heißen. Aber trotzdem hat Billion und Milliarden die gleiche Anzahl an Nullen, weil es die gleiche Zahl ist. Also kannst nicht mit der Ausrede kommen. Hätte ja sein können, dass du das englische System meinst. Nein, es ist nicht Feet und Meter der Unterschied. Es ist nur ein anderes Wort in einer anderen Sprache. Also das gleiche Wort in einer anderen Sprache. Kommt Billion von Bill Gates? Wahrscheinlich, ja. Der hat das erfunden, das Wort. Nein, sehe es nicht auf meinem Handy. Kenny Mountain, bitte für 5 Minuten Timeouten. Man darf hier nichts anderes sprechen als Deutsch und Englisch. In die Falle getappt. Und Happens versteht auch keinen Spaß und macht 10 draus. Ich bin Billionär, William Turner. Timmy Turner gibt's auch noch. Timmy Turner. Insgemein hasst er uns. Ich sage euch so oft ins Gesicht, dass ich euch hasse. Ihr denkt nur, ich mache Witze. Ich mache keine Witze. Ich verstehe keinen Spaß. Ich bin hier immer todernst. Ihr glaubt nur, dass ich sarkastisch bin. Wir verstehen also keinen Sarkasmus. Nein. So, warum kriege ich diesen Boss hier gerade nicht besiegt? Warum kriegt Metang keinen Nahkampf? Metang ist Psycho. Ich weiß, dass Nahkampf nicht so gut ist, aber es soll doch trotzdem funktionieren. Okay. Ich höre immer nur, was ich will. Und das andere wird rausgefiltert. Da sagt das Auto vom Stream was anderes. Stimmt. Hallo Chaotic Player. Kann man mich bitte für 10 Minuten timeouten? Ich muss an meiner Doku weiterschreiben. Happens, you know what to do. Hallo Mr. Ferrero. Wir hatten einmal einen geilen Stream, wo die letzte Stunde oder sowas. Wie war das? Leute haben mir dauernd Subs gegeben. Oh nein, ich armer Mensch. Und dann habe ich aber gesagt, jeder, der mir jetzt Subs gibt, wird gebannt für 24 Stunden oder sowas. Und dann haben Leute mir weiter Subs gegeben, die dann alle gebannt wurden. Aber es kamen auch Leute rein, die das natürlich nicht mitgekriegt haben. Die dann alle trotzdem auch gebannt wurden. Happens hat da keine Gnade gehabt. Jemand kam rein, hat gesagt, hey Leo, lange nicht mehr gesehen, hier ist mein Prime. Boom, gebannt. Wie viele Zuschauer habe ich an dem Tag verloren? Ein paar. Hallo Bettenbaron. So, ich muss jetzt hier leider durch diese dumme Höhle mit Doppelkämpfen.
die mich direkt einen Staraptor gekostet hat. Und dann stehen wir vor, wenn ich den richtigen Weg finde. Ich habe keine Auflockern mit dabei. Ein bisschen Schwund ist immer. Schwund klingt nach keinem schönen Wort. Hätte nur ein Mitarbeiter in den Chat kommen müssen, die kann man nicht bannen. Es macht schon irgendwie Sinn, dass man die nicht bannen kann. Aber die sollten halt PR-Training durchziehen, sodass sie wissen, dass man, was man schreibt und so. Ich glaube, ich gehe falsch. Ich gehe so falsch. Wer ist eigentlich die, die hinter mir läuft? Ich glaube, ich muss weiter hoch. Das war jetzt direkt falsch. Fuck me. Ich habe halt Brot gebacken. Und ich muss gleich, wenn wir vor Scheiben entstehen, muss ich nach meinem Brot gucken. Und es einmal probieren. Ich habe es aus dem Ofen genommen, aber es wirkt steinhart. Ich glaube, ich habe zu wenig Wasser rein. Ich verstehe nicht, wie jegliches Essen machen funktioniert. Nice, Bettenbaron. Das ist ein fucking Meilenstein. Ja, alle Pokusans sich holen ist, ist ein Grind, ja. Die Hefe mag dich nicht. Hefe? Wie beim Brotbacken braucht man auch keine Hefe. Vorsicht, Vorsicht. Nein! Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, das ist schon wieder... Oh mein Gott! Ich verstehe jetzt, warum man hier auflockern braucht. Man muss wirklich einen Schritt vor sich sehen können. Und ich sehe nichts. Ja, das Brot ist draußen, es war nur zu heiß, um es zu probieren. Nein, nicht Topschuss. Ich habe damals alle Pokus an den Schwert und Schild gemacht. Ich weiß noch nicht mal, was einfacher ist. Ich glaube, es ist bei beiden gleich schwer, weil bei beiden musst du dich gleich viel drehen. Es war nur mit Schwert und Schild, es war nur mit Dingens. Ich glaube, ich habe sie gebrütet dann einfach. Ich habe einfach so viele ausgebrütet. Das ging, glaube ich, am schnellsten. Dann kam Sinu und Popo, war es halt nice, dass man diese... dass man diese Ausbrüche hatte da. Oh, drei Fallen hintereinander. Hab mich dumm und dämlich gedruckt. Ich glaube sogar, dass auf jeder Tiefkühlpizza draufsteht, dass man die Pizza aus der Packung nehmen soll. Braucht bei Capo nur noch die Schleifen. Das lila Schleifen-Item. Das ist aber kein seltenes, oder? Die kannst du einfach finden. Oder kaufen. Was nochmal die seltenen? Moment, achso, mein Staraptor wird direkt wiederbelebt. Oh mein Gott. Hallo Chuck Morris. Hallo Ebi. Caligo, du musst mal aufpassen mit deiner Sprachwahl. Da kenne ich auch keine. Ja. Erdnuss kennt keine Gnade. Ich muss mal ein anderes Pokémon an die erste Stelle tun.
Wir sagen jetzt einfach heute nichts mehr. Wir müssen uns erstmal alle wieder einkriegen. Oder ich zumindest. Pizzabrötchen sind leicht selber zu machen und kann kaum einer falsch machen. Ich schaff das. Ich habe heute versucht, Brot zu backen. Und es kommt einfach in so einer kleinen Packung, also Fertigmischung. Und ich muss nur Wasser und Butter dazu tun. Erstes Problem. Man musste so wenig Butter dazu tun, dass das auf meiner Waage nicht angezeigt wird. Also habe ich einfach irgendwie Butter rein, dass ich dachte, okay, das sind 25 Gramm. Und dann Wasser rein. Dann habe ich das Wasser rein, das da drauf stand. Aber es war viel zu flüssig. Also habe ich wieder mehr Mehl rein. Weil es war so flüssig, dass ich damit nichts kneten konnte oder sowas. Keine Masse bilden konnte. Und dann habe ich das in den Ofen. Und ich habe das sogar 1,5 Stunden gehen lassen. Und es war, ist doppelt so groß geworden. Aber dann stand auf der Packung, dass ich es schlagen soll. Da stand, schlag es. Und dann habe ich das Brot geschlagen. Und dann war es nicht mehr. Dann war es nicht mehr groß. Dann war es wieder klein. Und dann stand da, ich soll das jetzt in den Ofen tun. Dann habe ich das in den Ofen getan. Dann habe ich es aus dem Ofen rausgetan nach 1/2 Stunde. Und ist steinhart. Eine Feingrammwaage. Ja, sollte das Brotbacken mir Spaß machen und ich werde das vielleicht öfter machen, hole ich mir auch eine Waage, die digital ist. Hallo Wandtomi. Du hast doch im 3DS einen Videoausgang, oder? Wie machst du das da mit dem doppelten 3DS-Display? Sind die hintereinander gesetzt? What? Der 3DS hat keinen Videoausgang. Siehst du mich da ab, du? DS-Systeme haben keinen Videoausgang. Du musst den DS modden. Hardware modden lassen, dass du einen USB-Ausgang hast. Und dieser USB-Ausgang, den steckst du in den PC. Dein 3DS hat doch einen via Capture Card. Ja, aber eine Capture Card ist kein Videoausgang. Eine Capture Card verbindest du mit dem PC und das Signal wird an den PC übermittelt. Ein Videoausgang wäre, wenn ich das Ding jetzt auf dem Fernseher packen könnte. Das kann ich nicht. Das ist kein Videoausgang, das ist ein USB-Ausgang. Das Bild wird digital auf den PC übertragen. Und auf dem PC hast du eine Software. Nee, das ist kein HDMI. Moment, ist das ein? Nee, das ist ein USB-Port. Das ist ein USB-Port, kein HDMI-Port. Die Capture Card, also wenn da ein HDMI-Port wäre, dann müsste ich zuerst das Ding an eine Capture Card anschließen, um es auf den PC zu kriegen. Aber die Capture Card ist da drinnen. Und das ist direkt die Verbindung, die in den PC kommt. Da wird eine Capture Card reingemoddet. Da wird kein. Weil du, ich glaube, ja, keine Ahnung, du kannst nicht auf einmal deinen Videoausgang rausbringen. Vielleicht geht das auch. Aber ich glaube, der bietet das auch an, dass man einen Videoausgang kriegt. Weiß eigentlich jemand, was genau rauskam mit Palworld und Pokémon? Da kommt gar nichts dabei raus. Was soll dabei rauskommen? Was hast du für komische Sachen gehört, die nicht stimmen? Nintendo hat neue Patente für GameCube-Controller angemeldet. Hoffe, die remaken Pokémon oder so. Pokémon XD, ja. Aber dann wäre es komisch, dass sie... Ja, das mit den Patenten bedeutet meistens nichts. Die werden einfach erneuert oder geändert. Also die Forschungsabteilung von Nintendo oder die Technikabteilung von Nintendo, die
machen einfach Sachen und wenn sie was Cooles haben, machen sie ein Patent, damit niemand anderes das machen kann. Heißt nicht, dass sie das Patent benutzen. Meldest einfach Patente an, dass niemand anderes es machen kann. Heißt nicht, dass sie es selber machen. Was sicher nicht kommt, was Leute so sehr hoffen, was sicher noch nicht kommt, glaube ich, ist der GameCube-Emulator auf der Switch. Dafür ist GameCube zu neu und hat zu viele legendäre Spiele, die sie einfach remaken können, wie Pikmin, also remastern können, wie Pikmin und was nicht alles. Happens, jetzt beruhig dich mal. Mach Caligo. Also Caligo hat es wegen was anderem verdient. Aber mach das Timeout wieder weg. Ich meine, er hat recht. Temtem. Achso, Temtem ist Müll. Ne, Temtem ist kein Müll. Aber trotzdem. Hatten die nicht eine Klage gemacht wegen der Ähnlichkeit der Pokémon? Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Da hast du entweder die Headlines falsch gelesen oder du hast irgendeinen YouTuber angeschaut, der auch falsche Sachen gesagt hat. Nope. Pokémon hat nie eine Klage gegen Palworld gemacht. Informationen vom Stammtisch. Du weißt doch, was er meint. Pokémon Company wollte sich jetzt Palworld genauer angucken. Ja, aber ich sehe es nicht ein, Leuten Informationen, also ich will nicht. Nein. Ich weiß, was er meint, aber ich will auch immer wissen, woher diese Aussage kommt. Also frage ich, was die Person meint. Weil schau, es war sogar noch schlimmer. Vantomi dachte, dass sie bereits verklagt haben. Das ist ja noch schlimmer, als was überhaupt irgendwo stand. Ich habe Koromon, glaube ich. Habe ich Koromon mal gespielt? Ich glaube, ich habe Koromon nicht gespielt. Oder hat Pascal mich mal Koromon spielen lassen? Das kann sein. Man kann Pikmin 1 bis 4 auf der Switch spielen. Korrekt. Deswegen habe ich ja gemeint. Deswegen wird es keinen Emulator geben für die GameCube, weil sie noch zu viel. Metroid Prime, auch gutes Beispiel. Es gibt noch zu viele Möglichkeiten, die Spiele tatsächlich rauszubringen. Anstatt sie einfach for free auf einen Emulator zu hauen. Trotzdem gute Frage, was könnten sie mit einem GameCube-Controller Patent machen? Sie könnten wirklich den Emulator rausbringen und dann auch Controller dafür. Es kann auch einfach sein, dass sie wieder einen GameCube-Controller rausbringen für die Switch. Ich glaube, es gibt keinen offiziellen von denen für die Switch, oder? Es gibt nur einen offiziellen für Wii und Wii U und GameCube. Aber es gibt, glaube ich, keinen, den sie jemals für die Switch rausgebracht haben. Aber viele lieben es halt, mit dem GameCube-Controller auf der Switch zu spielen, weil der für Smash so gut ist. Also vielleicht kommt ein Smash-Update und dazu bringen sie einen GameCube-Controller raus für Smash. Oder. Oder es kommen irgendwelche. Aber der GameCube-Controller ist nah genug am Switch-Controller dran. Also da ist nichts. Bei N64-Controller hat Knöpfe, die hat kein anderer Controller. Die C-Knöpfe. Da macht es Sinn, einen eigenen Controller zu benutzen, aber wenn, selbst wenn jetzt Pokémon XD oder was ist denn noch, Star Fox Adventure, was von Rare ist, deswegen können sie das nicht so einfach rausbringen. Wenn sie Star Fox Adventure oder sowas rausbringen, du kannst es einfach mit dem Pro-Controller spielen, du brauchst keinen GameCube-Controller dafür. Die Knöpfe sind die gleichen. Pro-Controller hat mehr Knöpfe sogar. Das Einzige ist, dass Leute es halt wirklich für Smash gerne benutzen, weil er so präzise ist. Und weil die Knöpfe besser liegen, um die gewissen Attacken zu machen. Dude, warum greift mein Pokémon die ganze Zeit nicht an? Staraptor geht daneben. Was ist mit dir, Staraptor? Das ist doch Bodycheck. Bodycheck hat, glaube ich, 90.
F-Zero. F-Zero für GameCube? Wie hieß das? Gott, ich wechsle. Hallo Pictolator. Sehr cooles und höchst super hilfreiches Video. Dankeschön. Hast du es sofort angeschaut, weil es sind jetzt 44 Minuten vergangen und das Video ist 39 Minuten lang. Verrückter Pictolator. F-Zero GX, ah. Ich habe immer nur das für die N64 gespielt. Doch, doch, Leo, musst dich korrigieren. Der GameCube-Controller ist für Switch. Auf dem jetzigen GameCube-Controller ist das Logo von Switch, Wii und GameCube drauf. Der GameCube-Controller ist für Switch. Auf dem jetzigen GameCube-Controller ist das Logo von Switch, Wii und GameCube. Also gibt es einen offiziellen Controller von Nintendo. Es ist was anderes, wenn es einen gibt, der von Nintendo lizenziert ist. Okay, das gibt's. Aber gibt es einen, den tatsächlich Nintendo rausgebracht hat? Hergestellt hat und rausgebracht hat. Nicht nur lizenziert hat. Es gibt genug Controller, die von Nintendo lizenziert sind. Also was anderes. Da kauft Hori zum Beispiel die Rechte und dann dürfen sie Nintendo draufschreiben, auch wenn Nintendo nichts gemacht hat. Echt? Es gibt offiziell einen GameCube-Controller für die Switch von Nintendo? Okay, krass. Dann ist es noch umso komischer, dass sie ein neues Patent für einen GameCube-Controller haben. Warum sollten sie dann einen GameCube-Controller rausbringen? Wir werden es nie wissen. Jedoch hat er den GameCube-Anschluss und braucht somit den Adapter. Aha! Also doch noch verbesserungswürdig. Können wir Drachenklau machen? Warum geht die Attacke daneben? Drachenklau nicht 100%? Aber kann sein, dass er Doppelteam gemacht hat. Candy, du bist eine Tentantel. Ne? Ja. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Ich glaube, ich kann die überspringen, indem ich surfe. Oh, ich kann Surfer nicht einsetzen. Plus, die Trigger sind nicht analog. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Das ist das, warum alle den GameCube-Controller wollen. Auch für vollen bis Sunshine. Aber auch für Smash. Palim, palim. Und ich habe wieder nicht dran gedacht. Staraptor, los! Wirst du mich jetzt nicht mehr enttäuschen. So, ihr könnt gleich eure Punkte wieder verwetten. Wie viele Pokebälle brauche ich für Scheinen? Ich glaube, es war unter 20 beim ersten Mal. Das war ein Witz. Olopoto, du bist ein Nebulak. Nebulak? Nebulak. Apropos Nebulak, Gengar. Fliegen geht daneben. Wie kann Fliegen daneben gehen? Ich verstehe es nicht. Er hat Fliegen nicht. Ah, nee, Fliegen hat auch nicht 100. Ich bringe mich jetzt selbst um. Magst du Shaymin? Ja. Ich verstehe nicht, wie man Shaymin nicht mögen kann. Ist ein süßer grüner Igel. Keine Aeroas dabei. Nö, Fliegen ist besser als Aeroas. Und Sturzflug auch, außer dass Sturzflug dir halt wehtut.
Ja, die Skyform ist widerlich von Shaman. Aber die werden wir uns machen heute. Aeroast trifft immer. Ich weiß, aber es ist viel schwächer als Sturzflug. Und Fliegen habe ich halt, weil ich es brauche. Okay, aber ich glaube, das war fast der letzte Kampf. Vielleicht gibt es noch einen. Okay, da gibt es noch einen. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Da, wo die Gegner sind, ist der richtige Weg. Das normale ist mega cute, ja. Ich verstehe nicht, was man gegen Shaman haben kann. Ist Professor Eichs Brief kein Event-Item? Doch. Ich habe das Event gemacht. Ich denke mir die ganze Zeit, Staraptor ist ja besiegt, jetzt kommt Knackrack, aber die belebt dauernd mein dummes Staraptor wieder. Hatte mal ein Bild gesehen, wo man Shaman, Skyform und dann Viridium gesehen hatte. Hätte an sich als Starter durchgehen können. Was aber lustig ist an der Skyform, wie war das? Wenn Shaman, Skyform eingefroren wird, wechselt es die Form wieder auf das normale Shaman. Ich weiß gerade nicht mehr warum. Warum? Ich glaube nicht, dass es ein Bug war. Ich glaube, das war Absicht. Shaman kann die Skyform verlieren, wenn es eingefroren wird. Irgendwie sowas. Jetzt macht Gyarados einen Nassschweif und Knackrack ist tot. Kaum so schlimm ist es nicht. Hast du deine Villa schon eingerichtet? Welche Villa? Manche Volumen sich schließen, wenn es kalt oder dunkel ist. Nachts verliert es auch die Form. Oh, nachts verliert es auch die Form? Ah, okay. Das ist echt cool dann. Wir machen das nicht, denn ich brauche die Skyform. Die im Erholungsareal. Okay. Nee, ich bin hier nur, um Pokémon zu fangen. Ich bin hier nicht, um in einer Villa mir die Füße hochzulegen. Hier wird knallhart gearbeitet. In dieser Welt müssen 10-Jährige anschaffen gehen. Also, nicht anschaffen, also ihr wisst schon, also halt arbeiten gehen. Nicht an, also keine Ahnung, was die sonst noch so treiben, aber ich meinte jetzt knallhart Pokémon trainieren gehen. Das waren die letzten. Kein Most Perfect Safe State? Nö. Das macht Carp für Diem. Der hat das schon gemacht für uns alle. Ich muss das nicht mehr machen. Jetzt vorsichtig. Hier kann man so gut wie an allen, glaube ich, vorbeigehen.
Außer an dem, glaube ich. Ich glaube, den hier muss ich machen. Pixel Kira, dankeschön für 2 Monate. Hallo, dankeschön. Werde ich meinen Staraptor heute noch von der ersten Stelle wegnehmen? Niemals. Aerodactyl ist ein gutes Tier. Und wo hat es nur Zähne? Oben oder unten? Oben. Ah, da steht jemand. Warum hast du die Haarfarbe von Bäumen? So, ich werde jetzt nochmal Nahkampf machen. Und warum zum Teufel hast du einen Metagross? Wie krank bist du? Wie krass bist du? Sollte aber nicht so stark sein, aber stark genug, nicht stark genug. Magnetflug. Ist das nicht diese Attacke, wo es zum UFO wird? Wird es heute noch... Also, was ich lustig fand bei Pokémon Concierge, da kommt Metagross vor und es wird sogar zu einem UFO zwischendrin. Ich glaube, in der Pikachu-Folge, oder? Wo Pikachu auf dem dann reitet oder so? Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber Metagross kann ja wie so ein UFO davonfliegen. Ich glaube, das ist die Attacke dazu. Ich bin falsch. Ich bin so falsch. Bin ich falsch? Nee, ich bin richtig. Hier ist jetzt... Er ist hier! Ich glaube, wenn es nicht richtig wäre, dann wäre er nicht hier. Okay, hallo. Ah, es ist schön. So nett. Wirf einen Blick. Genau hier, Kanto. Kannst du mir helfen? Das Geheimnis. Ja, ja, ja. Ich habe versucht, die Schriftzeichen. Oh ja, Trainer, absolut Frieden, Freude, ja. Und sag mir bitte, wer dich am meisten verrät zu mir, wem du am meisten, wem willst du danken? Mir. Mir natürlich. Am meisten möchtest du mir danken? Nein, mir, Professor, euch mir, nicht dir, mir. Also ja. Das hat sich auch gerade. Oh oh. Piep, 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 piep. Süß. So süß. Was war das denn für ein Pokémon? Du bist Professor Eich, du solltest das wissen. Trunks, dankeschön für 100. Und Languste, dankeschön für 3 Monate. Danke euch. Es ist soweit. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich gehe nach meinem Brot schauen. Und wir können eine Vorhersage starten. Wie viele Bälle werde ich brauchen? 1 bis 20? 21 bis 50? Oder über 50? Warte, ich gucke noch gleich mal die Stats an. Nicht viele, aber ich guck die Stats an, weil die Stats sind nämlich... Oder warte mal, vielleicht brauchen wir auch keine Vorhersage, weil es ein Witz ist. Aber eigentlich, ich erinnere mich. Hier. Shaman. 6%. Okay, never mind. Ich dachte, das hat auch eine Chance von einem Leggy. Okay, dann Vorhersage anders. 1 bis 5. Also die Schritte sind 1 bis 5. 6 bis 15. Nee, wir machen 1 bis 5. 6 bis 10. Nee. Ich werde, okay, sagen wir es so. Ich werde nicht in Schlaf versetzen. Ich werde nichts machen. Ich werde Bälle drauf werfen auf ein komplett volles Shaman, was 6% sind.
6% Wahrscheinlichkeit, dass ich es fange. Und ich werde nichts mit dem Shaman machen. Ich werde nur draufschmeißen. Dankeschön, JJ. Und World of Chaos, dankeschön für 2 Monate. Also deswegen machen wir 1 bis 10, 11 bis 20, über 20. Doch nicht 11,9%. Hier steht... Hier steht... Hier steht 6,2%. Ich sollte 47 Bälle brauchen, damit es quasi zu 100% drin bleibt. 47 Bälle sind quasi 100%. Aber wir werden weniger brauchen. Aber ich werde nichts dran verändern, es sind die vollen 6,2%. Also ich gehe jetzt kurz nach meinem Brot checken. Und 1 bis 10, 11 bis 20, über 20 Bälle. Kannst auf 5 Minuten stellen, ich bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Es ist Brot. Es ist essbar. Und Rosa hat ein Bild gemacht. Brot. I made the bread. I made the bread. Look at that bread. Ist die Frage, was mache ich damit? Hallo Phil. Was mache ich mit dem komischen Ziegelstein? Hallo. Very strong. Danke. Wir haben noch nichts, was wir mit diesem Brot machen können. Ja, aber wir haben nichts. Das heißt, heute Abend gibt's Brot. Ich habe keine Butter. Wer hat denn Salz? Nein, wir haben Salz, aber wir haben keine Butter. Die Butter wurde in das Brot gesteckt. Danke, Phil, für 50. Okay. Dann nur Salz. Geht auch Marine. Ah ja, ich habe keine Butter, aber Marine. Öl würde gehen. Aber nur Öl. Einfach Öl und Balsamico und dann da reinstülpen. Nee, wir gehen später kurz was holen. Und da gibt's da Feschpa. Feschpa. Ich war auch empört, als ich erfahren habe, dass Krippuk eigentlich ein sicherer Fang ist. Der Krippuk ist ein normales Pokémon. Und Darkrai hat ja eine Legi-Fangrate. Also warum hat Shaman keine Legi-Fangrate? Aber gut, Shaman ist halt ein kleiner, süßer Igel, der nichts kann. Deswegen, er ist freundlich. Darkrai ist nicht so freundlich. Aber wir gucken jetzt mal. Let's go. Q-Un. Es hätte es eigentlich verdient, schwer gefangen zu werden, genau. Also ich schmeiße einfach Pokebälle. Wir zählen mit. Eins. Moment. Okay. Warum geht es nicht? Hier. Eins. Zwei. Das ist auch kein Hamster. Das ist ein Igel. Drei. 6%. Vier. Fünf.
Voll Riegel und Igelava sind auch keine Igel, obwohl sie so heißen. Natürlich ist Feurigel ein Igel. Was? Was ist Feurigel? Hä? Natürlich ist Feurigel ein Igel. Feurigel ist eine Maus, laut PokeWiki. Niemals, das ist eine Maus. Ein Spitznasenigel, genau. Sieben. Oh. Das war's schon. Alle, die eins gesagt haben, gewinnen. Ihr habt nicht in mich geglaubt. Zwei und drei. Sieben. Sieben Bälle, ohne auch nur irgendwas zu machen. Das war zu einfach, oder? Ich glaube, letztes Mal hatte ich mehr Bälle und habe ihm sogar wehgetan. Und jetzt, laut meinen Kalkulationen und Informationen aus dem Dark Web, sollte ich hier in Flori aus diesem wunderschönen Igel, was ich jetzt nachforsche, Serebi shamen. Wo steht es hier? Gratitude-Pokémon. Okay, dankeschön. Falls ihr euch gefragt habt, es ist ein Dankbarkeit. Es ist kein Igel, es ist die reine Dankbarkeit. Warum steht es nirgends auf Serebi? Ich vertraue doch nur Serebi bei solchen Informationen. In Legends hat es eine Capture Rate von 3. In Legends war es schwer zu fangen, stimmt. Minus 6k. Es tut mir so leid. Shaman auf PokeWiki steht Dankbarkeits-Pokémon. Können wir mal aufhören und einfach uns... Es ist schon klar, es gibt keine Igel in Pokémon, aber da muss doch wenigstens irgendwie sowas stehen. Auf Japanisch heißt es tatsächlich auch Danke. Shamin, also so auf Chinesisch. Im Japanischen heißt es Igel. Im Japanischen heißt es buchstäblich der Danke-Igel. Der Danke-Igel und Feurigel. Komm, ich shiny Luck von dir. Ich glaub dir noch nicht, dass du Miltank wirklich magst. Erst wenn ich wirklich glaube, dass du Miltank magst. Feurigel im Japanischen heißt Funken-Stachelschwein. Es ist ein Funken-Stachelschwein. Aber Stachelschwein ist ein Igel. Sag jetzt nicht, ein Stachelschwein ist ein Schwein. Ein Stachelschwein ist ein Igel. Nur halt ein großes, ein großer, großer Igel. Feuermaus-Pokémon steht bei Kategorie. Aber PokeWiki hat keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich muss mir zuerst holen. In der Skyform mutiert es zu einem Hirsch. Ja, genau. Die Frage war ja bei Feurigel. Shamin. Wie überprüfe ich jetzt,
welches ich habe. Ich muss kurz... Ich will auch mir das Evoli noch entwickeln. Was wäre dein Basisstarter-Pokémon, wenn du durch die Pokémon-Welt reisen würdest? Keine Legis. Du fragst gerade, was mein Lieblings-Pokémon ist. Starter. Nummer... Nein. Ich habe keine Ahnung, welches das Beste wäre, um damit zu kämpfen und sowas. Aber mein Lieblingsstarter ist, glaube ich, Feurigel. Was ein Igel ist. Wo kann man Miltank am besten shiny hunten? Werde ich als nächstes hunten, als Beweis, dass ich Miltank liebe? Respekt. Ich weiß gerade gar nicht. Miltank, ist Miltank in Karmesin und Purpur? Nee, ne? Oder? Nee. Oder doch? Nee. Doch? Nein. Bei dem Blumenladen? Ich dachte hier auf der Blumenwiese. Ah stimmt, das habe ich in BDSP gemacht. Ja. Es kommt in Dinner Raids vor. Ja, aber es ist schwer danach zu suchen dann. Bären, die du pflückst, du kannst ja außerdem Blumenhändler Accessoire mit diesem Accessoire, warum haben wir das schon? Bären, die du pflückst, kannst du außerdem mit Blumenhändler gehen. Vielleicht du? Vielleicht du? Oh, ein Scheimen. Wenn du schon dieses Pokémon hast, dann sollst du auch einige Grassidea haben. Ich habe reichlich davon. Du kannst also ein paar abhaben. Yay. Miltank ist am ersten Schwert-DLC. Ja, ich glaube, Miltank ist am leichtesten zu breeden in Schwert und Schild oder halt dort zu fangen. Und jetzt muss ich, glaube ich, auf den Beutel gehen. Hässlich. Milktank? Nein, das heißt nicht Milktank. Da ist es. Das hässliche Scheiben. Aber es hat auch seinen Platz verdient im Origin Dex. Und somit habe ich alle Gen 4 Pokémon gefangen in einem Pokéball. Beziehungsweise das ist immer noch eine kleine Lüge. Ah... Ich muss immer noch Arceus fangen in einem Pokéball. Was ich gemacht habe, nur ich habe das Arceus im Pokéball gefangen, das man nicht übertragen kann. Und jetzt habe ich herausgefunden, man kann Arceus auch fangen in einem Pokéball, das man übertragen kann. Also genau genommen fehlt uns das noch. Aber wir haben alle Gen 4 Pokémon in Gen 4 gefangen in einem Pokéball. Das hier war das letzte. Okay. Dann kommt morgen ja das Gen 4 Origin Dex Video. Wenn nicht in einer Stunde. Ich habe schon alles vorbereitet. Muss immer an Mystery Dungeon Explorers denken. Das habe ich nie gespielt. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir jetzt? Entweder wir beginnen jetzt die unfassbare Reise und übertragen diese Pokémon. Das ist aber... Das Evoli mache ich mir noch. Ich muss kurz nachschauen auf meiner Switch. Welches Evoli ich mir gemacht habe. Ich glaube, ich habe Glaziola gemacht. Nee, ich muss eigentlich Volipurba gemacht haben, weil der Volipurba-Stein ist leichter zu finden. Ich guck kurz. Ich bin sogar in Pokémon Home Online schon. Kannst ja kurz machen, ein bisschen Postgame für GP, die 20 Sonderbonbons holen und zack, bist du fertig. Mystery Dungeon habe ich das Remake gespielt und es hat mir nicht so gefallen, dass ich das jetzt mehr spielen muss. Aber ich verstehe, warum Mystery Dungeon geliebt wird von Leuten.
Agent 4, wo bist du hier? Ich habe Fully Purba, genau. Fully Purba, männlich. Dann muss ich mit dem Evoli noch nach oben. Moment, brauche ich dafür irgendwas? Moment, muss ich ein Level abmachen, während ich bei dem Stein stehe? Weil ich habe keinen Sonderbonbon. Und ich weiß nicht, was du meinst, Lennart, mit Postgame für GP, die 20 Sonderbonbons. Ich weiß nicht, was das heißt. Nur ansprechen. Ich würde gern sehen, wie du die überträgst. Ja, aber es ist ehrlich gesagt einfach super langweilig. Und sehen, wie ich die übertrage, das habe ich schon oft live gemacht und im Video kommt es ja auch immer wieder vor, wie ich die übertrage. Hier. Dann, wie war das? Ich bin ja den Weg falsch gegangen und dann war ich auf einmal davor. Das heißt, ich muss den ganzen Weg runtergehen, dann rechts rüber und wieder hochgehen. Level up Nähe Eisfelsen. Kennt jemand einen schnellen Sonderbonbon irgendwo? Ein schnelles Sonderbonbon. Level up in Nähe des Felsen. Ich könnte auch es einfach level uppen. Die Pokémon sind hier ziemlich stark. Wir gehen mal hin. Gibt es was anderes, was du noch tun könntest? Ja, Kolosseum. Im Postgame kannst du kämpfen, dafür kriegst du GP und damit dann Sonnenbonbons kaufen. Geht bestimmt schneller, wie ein Arkis von Level 80 auf 100 zu trainieren. Ach so, dafür meinst du? Okay. Ja, das Arceus auf Level 20 trainieren, das könnte noch schwierig werden. Aber ich glaube, ich habe einige Sonderbonbons gefunden. Beziehungsweise man könnte mal gucken, wie viele Sonderbonbons allgemein auf der Welt verteilt sind. Sodass ich die letzten, keine Ahnung, allein die letzten 15 Level mit Sonderbonbons machen kann oder so. Was? Oh, mein Evoli ist an erster Stelle. Und dann muss ich es auch noch in Diamant machen. In Diamant. Ich habe in Diamant, ja, das ist das nächste Problem. Ich muss es ja in dem Spiel machen. Also ich muss nicht, aber ich werde es in Diamant machen. Also ich muss es in Diamant machen, aber ich habe Diamant nicht durchgespielt. Das heißt, und ich muss Diamant auch nicht durchspielen, um Arceus mir zu holen. Aber wenn du sagst, ich soll mir 20 Sonderbonbons holen, im Battle Tower oder so, dann muss ich Diamant durchspielen. Und nein, danke. Aber ist die Frage, ob ich das Arceus übertragen kann auf Platin. Und es dort dann auf Level 100 bringen kann. Das geht wahrscheinlich. Ich kann es wahrscheinlich innerhalb der Spiele tauschen. Schauen wir mal, wie schnell du auflevelst. Manche Trainer-Rematches geben auch gut XP, aber später erst in der Kampfzone. Mit Darkrai geht es ja auch. Darkrai ist aber halt nur von Level 30 auf Level 50, das ist easy. Aber Darkrai habe ich schon im Pokéball gefangen, das bräuchte ich gar nicht. Aber bei Arceus wäre es halt cool, eins zu haben, was meine OT hat und im Pokéball ist. Ey, seit wann macht Fliegen, geht Fliegen so oft daneben? Seitdem ich verwirrt bin. Oh mein Gott, ich verliere gegen einen. Schnee bedeckt mit halb so viel Leben, halb so viel Level. Ich
Ich konnte meins auch nach Hardgold damals traden. Dein Void Glitch Arceus. Kannst du Not hier auch Sonderbonbons rüber tauschen? Aus anderen Spielen. Gibt es einen Duplication Glitch, dass ich Sonderbonbons einfach duplikaten kann? Das hat nicht gereicht für ein Level. Na gut, es ist auch Level 20. Ich sag mal, das reicht, oder? Wenn ich hier bin. Das mit der Azurflöte? Nee, das mit der Azurflöte kannst du niemals auf Bank kriegen. Es geht um das Void Glitch Arceus. Das kann man auf Level 100 übertragen, wenn es in Diamant gefangen ist. In Gen 4 gibt es keinen Dupe Glitch. Aber es gibt ACM. ACE gibt's. Aber das ist mir zu kompliziert. Wiener muss ich an dem Stein sein. Nein. Gen 3 duplizieren und dann die Pokémon hochtransferieren. Die verlieren ihr Item aber. Ich glaube Gen 3 auf Gen 4, das ist zum Beispiel eine Information, die ich in das Video hätte packen können. Verlieren Pokémon ihr Item, wenn man sie transferiert von Gen 3 auf Gen 4? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Items verlieren. Ich weiß es nicht. Also beim Tausch innerhalb der Gen natürlich nicht. So habe ich schon EP-Teiler verloren. Ich vergessen habe, den wegzunehmen. Ich glaube, zwischen Gens. Ich glaube sogar, dass du, wenn du die 6 Pokémon auswählst zum Transferieren, sagt er nein, wenn da ein Pokémon ist, das ein Item trägt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist etwas, was ich vergessen habe, zum Beispiel im Transfervideo nachzuforschen. Es ist jetzt auch nicht ultra wichtig, aber ja. Schau, da denke ich gar nicht dran. Wie soll ich denn da dran denken? Okay, wir haben es gleich. Level. Evoli, Glaziola. Nope, noch nicht. Aber jetzt sicher. Du hast gelesen, dass Leute in Smaragd duplizieren und dann hochbringen. Ja, es kann schon sein, dass das geht. Verdammt viel Arbeit, aber... Jedes Mal nur 6 Sonnenbonbons rüberbringen und dann wieder und wieder und wieder. Ich könnte es ja allein hier mal testen, wenn ich die Pokémon von Gen 4 auf Gen 5 transferiere, ob die ihr Item behalten. Lassen die dann ihr Item erst fallen in Gen 5, wenn sie auf den Mover kommen? Wahrscheinlich. Also Google sagt, du verlierst die Items. Von Gen 3 auf Gen 4 verlierst du die Items. Ich find's auch logisch. Weil warum sollten sie das erlauben? Da ist es. Okay, das ging doch jetzt bestimmt viel schneller, als ihm einfach in einem anderen Spiel einen Eisstein zu geben. Ging doch jetzt viel schneller. Okay, aber Togepi mache ich nicht zu Togekiss. Können wir vergessen. Das mache ich in Legends Arceus wahrscheinlich.
schauen die sich denn so böse an? Die beiden Brüder da, Zwillinge. Springen? Okay, gar nicht umständlich. Glaziola. Dann sind das die drei Pokémon, für die ich diesen Spielstand nochmal oder dieses Spiel nochmal durchgespielt habe. Beide männlich, Glaziola, Togepi aus dem Ei, männlich. Was übrigens schwierig war, weil die meisten, also beim ersten Mal war es ein Weibchen. Und dann im zweiten Spielstand war es ein Männchen. Und Shaymin nicht mehr in der Skyform? What? Hä? Verliert es die Skyform in Gen 4, wenn man es wegtut? Buh, warum verliert es die Skyform? Muss ich dem dann die Skyform in Legends Arceus zum Beispiel geben? Wir... Oh, ich habe gestern übrigens ein Flemly in Shiny gefangen. Mein drittes Weibchen. Ich habe jetzt alle Starter in Shiny. Denn das... Das war voll krass. Ich habe... Warte, ich mach das hier mal aus. So. Shiny Entei, ja. Ich habe ja weibliche Flamlys gesucht und bin an die Stelle in Kamisino Purpurin gegangen und habe einfach, zuerst habe ich Ausbrüche gesucht, keinen gefunden. 2 Stunden lang. Ich habe einen kompletten Film angeschaut, während ich resettet habe, kein Flamly-Ausbruch. Also habe ich gesagt, okay, mache ich einfach Schillerkraft 3 Sandwich an, Feuer und renne in die Höhle rein und raus. Ging sehr gut. Erstes Shiny kommt, weiblich. Zweites Shiny kommt, männlich. Drittes Shiny kommt, männlich. Viertes Shiny kommt, weiblich. Fünftes Shiny kommt, weiblich. 1:8. Und ich habe auch Sandwiches gehabt, die gar kein Shiny hatten. Aber es war wirklich weiblich, männlich, männlich, weiblich, weiblich. Unfassbares Glück bei weiblich Flamly. Und jetzt habe ich alle Starter in Shiny in allen Formen, die es gibt. Nicht alle sind von mir und ein paar sind leider auch aus Pokémon Go, aber ich habe erstmal alle so auf Pokémon Home. Mann, Mann, Mann. Hallo, Runny. Irgendwas wollte ich wieder zu dir sagen, Runny. Was war das? Ah ja, Silent Hill 2. Was sagst du? Hast du den Trailer auch so sehr wie alle anderen? Boah, warum geht die Musik so krass weit rüber? Ich bin nicht begeistert, leider. Ja. Ich glaube, der Death Stranding Trailer ist krank. Death Stranding Trailer, der zweite, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird krank. Aber der Silent Hill 2 Trailer, ich glaube, das Problem ist, dass wir was erwarten, was aussieht wie Resident Evil 2. Weil das ist, glaube ich, jetzt so der Standard, was Leute erwarten für ein Horror Remaster Remake. Und es sieht halt schlechter aus als Resident Evil 2. Die Grafik, wie er sich bewegt. Es sieht aus wie ein Remaster, nur in viel besserer Grafik, aber es sieht nicht aus wie ein Remake, weil die Bewegungen sind die gleichen und die schlechte Kameraperspektive und alles super, super komisch. Ich finde, es ist zu sehr Resident Evil. Ja, ich finde, es ist zu sehr das Original. Diese Kamera ist nicht Silent Hill. Ich finde, es sieht aus, als ob sie einfach nur einen Filter draufgelegt haben. Ich freue mich auch, ich werde es auch spielen, Resident Evil 2, Silent Hill 2 war definitiv das Beste von allen, finde ich. Und es sieht nicht super schlimm aus, also ich, ein bisschen übertreiben die Leute, finde ich, aber es sieht, finde ich, nicht aus wie ein Remake, das aus dem Studio Capcom kommt. Capcom? Konami? Capcom. Aber dafür gab es direkt ein Silent Hill. Du fandest Silent Hill 3 besser? Echt? Oh. Vielleicht fand ich den Film so schlecht, dass ich das Spiel jetzt auch schlecht finde. Blooper macht das Remake. Okay. Erst Silent Hill, dieses andere da, Short Messages, was direkt rauskam. Ist ja so ein Real-Life-Ding. Das sah cool aus. Bye, Lennart.
Okay, schauen wir mal, ob ich das jetzt spontan hinkriege, dass die Gamecubes funktionieren. Und wisst ihr was, ich mache das total professionell. Ich gehe hier weg und dann, wenn ich wieder da bin, dann funktioniert es perfekt. Es geht, ich musste nur einmal alles ein- und ausstöpseln. Der Zähler geht auch. Geht der Zähler? Okay. Boom, 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 boom. Wow. Es geht. Wie findest du Stellar Blade? Ich weiß nicht, was das ist. Und hallo Ivo. Du hast noch nie Waddle Dees Nuts kennengelernt? Du kannst mir nicht sagen, ich habe gerade diesen Clip gesehen und dachte mir, oh mein Gott, so der offensichtlichste Witz ever. Keiner kann mir sagen, dass Waddle Dee nicht bei jedem sofort im Kopf Waddle Dees Nuts verursacht. 5 Minuten, bis die erste Konsole aussteigt? Niemals! Das läuft perfekt seit dem Update. War der erste Trailer bei der State of Play gestern? Achso, ich habe die State of Play nicht gesehen. Alles, was ich gerade gesagt habe, beziehe ich auf kurze TikToks, die ich gesehen habe. Silent Hill 1 war geil, Silent Hill 2, der Film war kacke, der neue Silent Hill, keine Ahnung. Bisschen Nioh oder Bayonetta-Vibes. Ich habe mir eine Website durchgeguckt, die alle Trailer hatten. Aber da hat zum Beispiel auch Silent Hill 2 gefehlt. War keine gute Website. War nur Vulture. Kutin. Kutin. Dankeschön für deinen Prime. Remake hat auch immer noch kein Datum, das fand ich krass, ja. Dass der Trailer endet mit ist in Development for PS5. So, ach. Ich dachte, das ist jetzt der Trailer, der sagt, kommt nächsten Monat. Das war sehr komisch. Vielleicht haben sie selber gemerkt, dass es nicht so geil aussieht und deswegen müssen sie Development sagen, damit die Leute sich noch denken können, oh, das wird noch besser. Dankeschön, Kutin. Ich werde jetzt die ganze Zeit, wenn ich in die Stadt zurückkomme, wegen dir Waddle Dees Nuts sehen. Ja. Aber was hat das mit der Stadt zu tun? Bist du gerade in Japan und überall ist Kirby. Waddle Dees! Where's Waddle Dee? Der... Ist es der zweitbekannteste Charakter bei Kirby? Kirby und dann Waddle Dee? Ne, wahrscheinlich eher der Pinguin. Hast du 4 Spiele? Ja, ich habe 4 Gamecubes mit 4 Spielen. Und da ist kein Shiny Entei. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Da sind wir 2370, weil wir letztens uns gefragt haben, wie weit ich bin. König Dedede. König Dedede. Ja, König Dedede ist, glaube ich, am bekanntesten. Aber danach kommt der unerlässliche kleine Helfer von Kirby. Waddle Dees. Nuts. Mauri, du kleines Potrott. Mauri, du kleines Shuckles. Kannst du mal scharf werden? Ich spiele ja gerade Kirby und das vergessene Land. Großartiges Spiel, by the way. Und wenn ich B drücke, komme ich in die Waddle Dees Nuts Stadt zurück, wo die Waddle Dees Nuts alle aufbauen. Ja. Das war mein erstes... Nee, es war nicht mein erstes Kirby-Spiel. Mein erstes Kirby-Spiel war das für die N64. Irgendwas mit Shards. Kira, du bist ein Tragosso. Bam, bam,
Abstandshalter, Dankeschön für 90 Bits. Dankeschön. Du hast sogar einen Tragosso-Emote. Ich habe sogar Speedruns gemacht in Kirby und das Vergessene Land. Es war echt ein cooles Spiel. Ich weiß meine Zeit nicht mehr, aber sie war natürlich im Vergleich zu professionellen Leuten nicht so gut. Aber ich glaube am Anfang... Was war mein bester Platz? War mein Platz Top 20? Ich glaube schon. War Top 15 sogar? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann natürlich ging es voll ab und ich hatte keine Chance mehr. Du hast den eigenen Shiny Februar-Kalender gemacht, nur gelbe Shinies. Viel Erfolg. Wie Odyssey, nur halt mit Kirby. Nee, das habe ich aber wieder zurückgezogen. Ich habe dann eine Review zu Kirby gemacht und alle dachten, es wird wie Odyssey, nur mit Kirby. Aber es war doch bloß ein 2,5D Kirby. Was trotzdem cool war, ich hatte nur ein Open-World-Spiel erwartet, weil es so krass Open-World aussah. Aber es war trotzdem ein sehr geradliniges, von links nach rechts laufen, Kirby. Fand das gut heute. Leo veröffentlicht ein 40-Minuten-Video. Keine 5 Minuten später kommt er online. Ja. Das ist die Strat. Was glaubst du, wie viele Leute von diesem Video hier rüberkommen und sagen, hey, da ist er ja. Da ist ja der, den ich gerade angeguckt habe. Hallo Schwindel. Zum Beispiel Schwindel vielleicht. Vielleicht ist Schwindel heute zum ersten Mal hier, weil er das Video auf YouTube gesehen hat. Ja, bin ich, schau. Schwindel ist das lebende Beispiel dafür, warum man online gehen sollte, nachdem man ein YouTube-Video hochgeladen hat. Komm, heute kommen wir auf 2400. Nope. 1, 2, 3, 4. Es ist wieder Zeit, richtige Musik zu hören. Der Colosseum-Soundtrack ist schon gut. Aber nicht so gut wie... Tainted Love. Hallo Singa. Boom, boom. Soll ich mal gucken, wie das YouTube-Video läuft? Aber je nachdem, bin ich dann schlecht drauf oder gut drauf? Nee, ich erwarte in dem ersten... Bis zum Abend hin erwarte ich nicht viel von einem Video. Ich guck mal kurz, interessiert mich. Ist der Titel gut genug? Ist das Thumbnail gut genug? Hab den Bums noch nicht gesehen. Du weißt ja eh schon alles. Du bist ja eh dauernd hier und weißt eh alles. Und es hat nicht mal 1000 Views. Ah. Gibt es nette Kommentare? Waren das nicht mal 10 Euro? Habe ich nicht 10 Euro? Achso, für Home? Nee, ich glaube, Pokémon Home hat schon immer 15 Euro im Monat gekostet im Jahr. Man kann sonst auch den GBA Wireless Adapter zum Tauschen der Gen 3 Spiele benutzen. Du hattest nur die Linkkabel erwähnt. Korrekt. Korrekt. Equipmentmäßig habe ich nicht den Wireless Connector aufgelistet. Stimmt. Man kann gewisse Glitch-Cheatmons zumindest auf Bank Gen 7 hochholen. Ob die auf Home übertragbar sind, kein Plan. Aber zum Beispiel habe ich einen Tauboss auf Level 7 mit dem Mew Glitch auf Gen 7 bekommen. Genauso wie ich einen Level 1 Pelipper auf Gen 7 bekommen habe. Was ist denn an einem Level 1 Pelipper so besonders? Achso, es kann nicht existieren.
Und ein Tauboss auf Level 7 mit dem Mew Glitch. Okay, es sind halt alles Pokémon, die ein niedriges Level haben, die nicht existieren könnten. Ja, okay, aber sowas sagt Bank nicht als seltsam. Ich meine, ein Pelipper auf Level 1, da sagt jetzt Bank nicht, oh mein Gott. Was fällt dir ein Pelipper auf Level 1 hochzuladen? Aber okay, interessant, interessant. In Gen 4 gibt es eine Besonderheit, die nicht erwähnt wurde. Die koreanischen Versionen von Her waren inkompatibel zu allen anderen Sprachversionen. Der Palpak ist bei diesen Editionen ausschließlich kompatibel mit den japanischen Versionen der Gen 3 Games. Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass Korea da ziemlich gefickt wurde bei den bei diesen Transfersachen. Das fand ich aber so spezifisch, dass ich das nicht erwähnt habe. Aber ja, können wir unter das Video schreiben. Ja. In Usum kann man ein Level 7 Brutalander bekommen? Ich guck's noch nach dem Stream. Alles gut, Leute, alles gut. Sakura, dankeschön für 4 Monate. Aber kann man ein Level 1 Wingull kriegen in Usum? Du hast deinen Shiny Januar geschafft, Sakura. Nice. Was war das Schwerste? Ich muss sagen, dass ich die Gruppen-Pokémon aus XY vermisse. Gab es den Sonne-Mond nicht? Sonne-Mond hatte doch auch Gruppen-Encounter. Ziemlich sicher. Ich vermisse es nicht so sehr. Ich fand es nicht so gut. Zum Shiny-Hunten war es, glaube ich, ganz cool. Ich wusste, dass jemand Ersetz-Fluette erwähnt. Oh mein Gott. Dragoran-Fan schreibt in die Kommentare, dass Ersetz-Fluette kann nicht übertragen werden. Ich hatte das zuerst im Video, dass man das Ersetz-Fluette nicht übertragen kann, aber es war für mich so offensichtlich, weil es existiert kein Ersetz-Fluette. Natürlich kann man das nicht übertragen. Deswegen habe ich es aus dem Video rausgetan. Ich verstehe sowieso nicht, warum Leute immer so erpicht sind auf diesem Ersetz-Fluette. Es existiert nicht, Leute. Es gibt's nicht. Das ist wie Shadow Lugia. Es existiert halt einfach nicht. Shinies finden. War eher anstrengend, ohne Gewürze zu handeln, obwohl ich das die ganze Zeit ja gemacht hatte. Aber unter Zeitdruck, wenn nichts kommt, ist es anstrengend. Tell me about it. Du hast gesagt, dass Pokémon Mover im Englischen Transporter heißt. Es ist aber umgekehrt. Nein, es ist nicht. Nein, ist es nicht. Habe ich sie gefangen? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. Pokémover. Pokémover auf Deutsch. Pokémover. Es heißt Pokémover auf Deutsch und Englisch Transporter. Natürlich hat Brian das geschrieben. Brian! Immer mit den Fake News. Brian! Guck doch mal kurz nach, bevor du... Ah! Ich find's schade, dass der Pokémover die Gen 4 nicht unterstützt, ja. Es ist blöd, dass nicht alles Bank unterstützt einfach. Endlich mal wieder ein Pokémon-Video! Ja! Nach nur einer Woche, oh mein Gott, so lange kein Pokémon-Video mehr. Nein, nette Kommentare. Es ist eher so ein Video, was über Langzeit halt da sein soll, damit Leute immer wieder darauf zurückgreifen können, wenn sie irgendeine Frage haben, so wie war das nochmal mit Gen 5, was kann ich da Besonderes machen? Dann kann man das Video anschauen und zu der Stelle gehen, wo Gen 5 erwähnt wird. Aber das mit dem Wireless Adapter ist ein guter Punkt und Ersetz-Fluette ist kein guter Punkt. Ich wusste, dass Leute es erwähnen werden. Aber warum sind Leute so fixiert auf dieses Ersetz-Fluette?
Sobald das Video nicht mehr geht, nimmt. Sobald das Video nicht mehr geht, nimmt Leo das Video runter. Weil es cute ist. Es sieht aus wie alle anderen, nur dass es eine schwarze Blume hat. Man will immer das, was man nicht haben kann. Ja. Das Video nehme ich nicht runter, wenn das nicht mehr geht mit Bank. Dann wird nur fett drunter geschrieben, dass das nicht mehr geht. Weil man trotzdem all die Informationen in dem Video noch benutzen kann, um innerhalb der Gens zu tauschen. Und natürlich, um das mit Bank zu cheaten. Du wirst ja danach einfach, wenn Bank nicht mehr geht, wirst du einfach das machen können, was andere Leute jetzt schon machen und einfach die Pokémon übertragen mit dem USB-Stick, anstatt Bank zu benutzen. Aber alle anderen Informationen sind ja immer noch wichtig. Denkst du, Pokémon kommt auf die virtuelle Konsole auf Switch? Also deine Meinung dazu? Nein, da wird es glaube ich nicht hinkommen, weil das ist von Nintendo geführt. Haben sie Trading Card inzwischen da drauf gepackt? Ja, ne, Trading Card ist drauf und Pokémon Snap und Pokémon Stadium ist drauf. Aber ich glaube, die Hauptspiele wird Pokémon selber übernehmen. Und die werden es sich nicht durch die Finger flutschen lassen, da entweder eine eigene App draus zu machen, die Pokémon Legacy App oder so, oder ein eigenes Spiel für 60 Euro rauszubringen für jede Gen. Oder im Online-Shop zu kaufen für jeweils 20 Euro oder sowas. Es wäre großartig für uns, aber es wäre sehr dumm von denen, wenn sie die Spiele einfach umsonst in das Abo reinhauen, wenn sie dafür so unfassbar viel Geld verlangen könnten. Deswegen nein, das wird nicht bei Switch Online drin sein, glaube ich, aber sie werden irgendwann bestimmt irgendeine Version veröffentlichen. Aber ob das bald ist oder erst in 10 Jahren ist, keine Ahnung. Bei jeder Pokémon Direct müssen wir die Daumen drücken, dass es endlich soweit ist. Und ich glaube, wenn es soweit ist, dann ist es wirklich instant so. Weil es ist nichts, was groß vorbereitet werden muss. Die müssen einfach nur die ROMs nehmen und auf die Switch drauf tun und dann geht es. Das haben schon Fans bewiesen, dass es geht ohne große Programmiersachen. Aber wenn sie eine Verknüpfung zu Home haben wollen, dann dauert es wahrscheinlich wieder ewig, bis Ilka da eine Home-Verknüpfung gebastelt hat. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später kriegt man endlich die Home-Verknüpfung oder so. Aber ja, 27. Februar, oder? 27. Februar, Pokémon Day, Pokémon Direct. Die nächste Chance, dass wir Gen 1 bis 3 auf die Switch bekommen. Jetzt, wo ich damit fertig bin. Aber ich bin froh darüber, dass ich damit fertig bin und dass ich es legit gemacht habe, so wie man es damals machen musste. Weil sobald es für die Switch kommt, wird es so einfach sein. Dann wird man zwar immer noch die Pokémon fangen müssen, natürlich, aber sie dann auf die Switch zu kriegen, ist nicht mehr schwer. Und das war mit einer der coolsten Sachen, die ich gemacht habe. Dass man diese alten Methoden nehmen muss, um die hochzutransferieren. Sollte das kommen, bin ich gespannt, was ein Spiel kostet. Das ist halt auch das Doofe. Weil es macht nicht wirklich Sinn, eine Edition zu veröffentlichen, also eine Gen zu veröffentlichen für 40 Euro und dann ist da Rot, Gelb und Blau drauf. Weil wer will Rot, Gelb und Blau? Die meisten Leute wollen nur Rot, nur Gelb, nur Blau. Also die meisten. Natürlich gibt es dann auch welche, die alle wollen und tauschen wollen zwischen den Editionen und so weiter. Aber die meisten kaufen nur eine Edition. Die wenigsten kaufen Karmesin und Purpur. Deswegen wäre es irgendwie so komisch, wenn du sagst, hier ist etwas, wo alle drei drauf sind. Und dann denkst du dir, okay, ich zahle dreimal mehr, als ich will, weil ich will nur eins davon. Also irgendwie wäre es auch komisch, wenn sie so eine Legacy Collection rausbringen, wo alles drauf ist, weil dann zahlen die meisten mehr, als sie müssten, weil sie 30% davon nicht wollen oder 60% davon nicht wollen. Also macht es eher Sinn, finde ich, wenn du die tatsächlich digital rausbringst für jeweils 20 Euro,
10 Euro ist zu wenig, wegen Inflation und sowas. Glaube ich schon, dass die 19 Euro kosten könnten. Vielleicht 15 Euro für Gen 1, 20 Euro für Gen 2 und 24 Euro für Gen 3. Ein Spiel. Warum gibt es eigentlich 4 Fenster? Weil ich 4 Mal das Spiel spiele. Fällt dir nicht auf, dass die nicht gleichzeitig laufen, die Spiele? Es passieren unterschiedliche Sachen. Jetzt gerade nicht. Blödes Beispiel. Pokémon Colosseum sieht ja gut aus, obwohl es schon älter ist. Es sieht auch gut aus, weil ich einen HDMI-Adapter benutze, der das Spiel tatsächlich auf 480p bringt oder auf 720p bringt. Das macht sehr viel her. Aber ja, Colosseum sieht immer noch gut aus. Muss man eigentlich, um dieses Belohnungs-Pokémon von Home zu bekommen, jetzt auch alle von Karmesin und Purpur drauf haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das zählt den Punkt in dem Moment, wo das veröffentlicht wurde. Aber die Karmesin und Purpur-Pokémon sollten ja kein Problem sein. Wobei, wenn man bei Windewoge und so nicht mitgemacht hat, dann ist blöd. Ich glaube nicht, dass man sie braucht. Ich glaube, man braucht nur alle bis zu... Ich glaube, Let's Go war es, oder? Aber kann sein, dass sich das jedes Mal aktualisiert. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei, vier. Aber beispielsweise Switch Online kostet Betrag X und ein Spiel kostet 60 Euro. Niemand holt sich einmal Switch Online. In der Theorie wäre es also online der bessere Deal, aber die Monate gerechnet? Über die Monate gerechnet? Warum? Wenn ich kein Nintendo Online habe und Nintendo Online Advance kostet 40 Euro im Monat und jetzt kommen alle Gen 1 bis 3 Spiele auf die Switch und du kriegst sie umsonst, wenn du Nintendo Online Advanced hast. 40 Euro. Im Jahr 40 Euro. Das heißt, ich hol mir ein Abo für, was heißt es dann im Monat? Was kostet ein Nintendo Online Abo Expansion Pack im Monat? 8 Euro? Weniger. Und kann alle Spiele spielen einen Monat lang für 8 Euro. Natürlich, beides hat Vorteile. Natürlich kannst du dann sagen, ja, wir locken Leute dazu, das Nintendo Online Paket sich zu holen und dann haben wir sie im Abo drin. Und es ist am Ende mehr wert, als wenn eure Leute einmal 60 Euro ausgeben. 3,33 plus. Schau mal, du kannst einen Monat lang alle Pokémon-Spiele spielen für 3,33. Das ist ein zu guter Deal. Das ist zu gut. Die meisten Leute kaufen sich wirklich, glaube ich, Nintendo Online, weil sie den Online-Modus nutzen, sei es Pokémon zu tauschen, sei es Mario Kart zu spielen und. Und dann gibst du denen halt mit dem Nintendo Online Services noch so ein bisschen mehr Zeug für das Geld. Ich glaube, die wenigsten holen sich Nintendo Online, um die alten Spiele auf der Switch zu spielen. Das holst du dich einmal, testest sie aus, spielst vielleicht eins von denen durch, was du extra gerne magst und dann war es das wieder. Und vielleicht sind ein paar dadurch in die Abo-Falle geraten und so weiter. Aber sie würden so viel mehr Geld machen, glaube ich, wenn sie jedes Spiel separat verkaufen würden. Und vor allem, wenn sie so eine Limited Edition wie Mario das gemacht hat. Das ist 3 Monate lang, konntest du ja diese Mario Collection nur physisch kaufen. Und auch nur digital. Und jetzt kann man die nicht mehr kaufen. Stell dir vor, das machen die für Pokémon. Super also natürlich, diese Limited Edition Dinger. Weil das kann ich mir auch vorstellen. Zuerst bringen sie eine Legacy Collection raus, die 60 Euro kostet, wo die Spiele drauf sind. Und dieses Limited Edition Hardcase, physisch kaufst du dir das. Und sagen, kann man nur 3 Monate lang kaufen. Oder es gibt nur, keine Ahnung, 1 Million Copies davon. Und dann danach, was sie aber nicht sagen zuerst, aber dann danach veröffentlichen die das auch entweder online oder im Nintendo Online Service.
Aber zuerst machen sie richtig Bank, indem sie die Spiele exklusiv für physisch quasi rausbringen. Aber wie wir bisher gelernt haben, wir können uns so viel ausdenken, was logisch wäre, was wir machen würden. Am Ende machen sie es doch wieder komplett anders und shiny locken die Legis. Die Mario Collections hat mich zu sehr geprägt. Ich habe sie mir geholt, die steht bei mir im Schrank und ich finde das schon cool, die zu haben und dass sie limitiert ist. Aber natürlich ist es, also, die Vorhersage ist ja eigentlich durch, ja. Die Leute sind faul, sie kündigen die wirklich Abos. Wie viele von uns haben Disney Plus oder Netflix, aber schauen nicht wirklich? Ich nicht, weil ich sowas immer direkt deabonniere. Aber ja, klar, es wäre, deswegen wundert es mich ja so, dass sie das nicht schon längst gemacht haben, weil es wäre ein riesiger Incentive für Nintendo Online, dass mehr Leute sich Nintendo Online holen. Aber ich glaube, trotzdem würden sie mehr Kohle machen. Wobei, man weiß ja inzwischen von so Sachen, die Nintendo gezeigt hat, dass sie wirklich planen, so wie auch PlayStation und Xbox, so eine Online-Bibliothek zu haben, die immer für die nächsten 50 Jahre auf die zugegriffen werden kann. Da gibt es so offizielle Übersichten, die gebaut haben und präsentiert haben. Wo man sieht halt, dass die mit der Switch 2 dann wirklich so ein System haben wollen, wo man immer auf die alten Spiele zugreifen kann und so weiter. Und das wäre blöd, wenn die da nicht Pokémon auch mit reinpacken würden. Aber, wie gesagt, wir wurden schon zu oft negativ überrascht. Ich hoffe auf gar nichts mehr. Du holst dir Netflix dann nur für Staffel 2 von Wednesday. Auf Netflix gibt es halt die ganze Zeit gute Sachen, die wir gucken wollen. Deswegen haben wir das, seit wir das haben, seit Netflix in Deutschland existiert, haben wir das nicht, also haben wir das immer gehabt. Aber es gab auch immer, Netflix läuft bei uns immer. Jeden Tag läuft bei uns Netflix. Selbst wenn es einfach nur Friends ist, was Rosa im Hintergrund guckt. Netflix läuft irgendwo immer. Und wir haben die Friends Blu-ray Box und die Friends DVD Box. Aber wir schauen es trotzdem auf Netflix, weil es so viel einfacher ist, einfach Netflix anzumachen, als die Blu-ray einzulegen. Und zu gucken, auf welcher ist jetzt welche Staffel. Netflix werden wir wahrscheinlich nie deabonnieren. Aber alles andere sind wir ständig am Wegmachen, wieder hinmachen und so weiter. Netflix habe ich für meine Tochter für Paw Patrol. Natürlich, Paw Patrol ist ein Gehirnschmaus. Warum will ich die fangen? Avatar, es könnte nicht so wenig, es ist, Avatar, ich glaube, so gut wie nichts ist mir so egal wie Avatar. Keine Ahnung, ich habe Avatar nie geguckt, es hat mich niemals angesprochen, alle sagen, wie geil es ist und es interessiert mich so null und ich glaube euch allen null, wie geil es ist. All die sagen, oh, aber Avatar ist so geil, ich denke mir immer nur, du lügst, es ist nicht so geil. Nein, ich glaube euch, dass ihr es geil findet. Aber ich glaube nicht, dass ich es mögen würde. Es ist zu amerikanisch, glaube ich. Und die Serie sieht doch voll schlecht aus. Also die Live-Action-Serie, alle machen sich doch drüber lustig, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin es doch gewohnt, dass du Sachen doof findest, die ich mag. Unser Ding ist doch, dass ich Sachen cool finde, dir davon erzähle. Du sagst, ah, finde ich nicht so cool, dann finde ich sie nicht mehr cool, weil du sie nicht cool findest und dann findest du sie auf einmal wieder cool. Das ist einmal passiert. Arcane 2. Auch etwas, was ich glaube ich niemals anschauen werde. Ich glaube, Arcane ist besser als Avatar. Das behauptest du immer? Ja. Ich habe sogar gerade schon wieder den Namen vergessen, wie die heißen. Wie heißen die? Die dumme Band. Drei, vier.
Sleep Talking. Ich habe gesagt, guck mal, Sleep Talking, voll cool. Und hast du gesagt, nee, finde ich nicht so interessant. Und dann habe ich sie live gesehen, fand sie super lame. Und seitdem liebst du Sleep Talking. Das ist die Wahrheit, einfach. So ist das passiert. Hallo Smokes. Arcane ist weit besser als Avatar. Ich mag einfach League of Legends so null und ich weiß, dass es relativ egal ist für die Serie. Aber ich habe die erste Folge gesehen und fand's todlangweilig, was da passiert ist. Also Standard einfach. Und ja, das sieht cool aus und so. Es ist halt dieser Stop-Motion-Look, den alle jetzt machen seit Spider-Verse. Aber ich fand einfach es nicht besonders genug, um da jetzt Zeit zu investieren. Aber es muss ja gut sein, wenn so viele es lieben, oder? So funktioniert doch Popkultur. Du hast gesagt, könnte dir gefallen und nicht nur, also was ich kenne, ist okay. Ja, sag ich ja, du warst desinteressiert. Du fandest es scheiße. Okay, ist der kleine Bruder von scheiße. Ich hab genauso, hab ich's gesagt, wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich hier übrigens sage, ist okay, dann meine ich immer, es ist totaler Schrott. Es ist so, wie Leute sagen, es ist mit. Wenn jemand sagt, ah, es ist mit, ist halt scheiße dann. Also wenn du sagst, es ist okay, dann... Nein, ist okay. Ist okay. Wenn ich was doof finde, sage ich doof. Nein, du bist viel zu höflich, um zu sagen, dass du was doof findest. Hey, ich habe hier einen Zettel, den ich ewig nicht angeschaut habe. Mariko, wo bist du? Oh mein Gott, Mariko? Mariko, ich habe dich gar nicht gesehen heute. Wo ist Mariko? Erst wenn Mariko schreibt, sage ich ihr, was sie ist. Denn vielleicht ist es Celebi. Miltank ist okay. Milktank. Aber einen amerikanischen Anime, den ich wirklich mochte und der jetzt auch die neueste Staffel war, Castlevania. Die Kämpfe in Castlevania, auch wenn sehr wenige stattfinden, sind so geil gemacht. Die Animation, alles. Oh mein Gott. Castlevania ist... Ich glaube, da kommt Avatar bei mir nicht ran. Avatar müsste besser sein als Castlevania. Ich glaube nicht. Besser als Detective Conan? Ja. Castlevania ist echt mega. Sleep Token live lame. Hab nie in Köln gesehen. Hab die in Köln gesehen und war insane. Ich hab Sleep Token gesehen auf dem Summer Breeze. Und ich war nach 3 Liedern gelangweilt. Ich war immer der Einstellung, dass Sleep Token sehr viel experimentiert und sehr viele verschiedene Sounds hat. Nach dem 3. Lied klang immer noch jedes Lied gleich und dann kam irgendwann das eine Lied mit bisschen Jazz und sowas. Und dann, für mich war diese Stunde einfach jedes Lied das gleiche und dann, ja. Ich mochte den Cyberpunk-Anime. Der ist aber japanisch tatsächlich. Der ist von einem japanischen Team gemacht. Castlevania ist komplett amerikanisch anscheinend. Was man auch sieht, der Unterschied zwischen wirklich Anime und Zeichentrick-Comic so. Aber ja, Cyberpunk ist großartig. Aber Rani, ich glaube, Castlevania würde dir gefallen. Ich weiß, du hast kein Netflix, aber wenn du Netflix hast für... Ich meine, in einem Monat hast du locker das Ding geguckt, das Avatar geguckt, dann kannst du auch noch Castlevania anschauen. Und... Castlevania, glaube ich, wird dir gefallen. Allein die Stimmung und sowas. Und das ist wirklich gut synchronisiert. Auch so wie Cyberpunk. Castlevania muss man sich nicht merken, das weiß man. Und ich glaube, es sind inzwischen 4 Staffeln. Und es ist echt...
Man muss sich zuerst dran gewöhnen, wenn man Animes gewohnt ist, weil es ja doch ein bisschen anders animiert ist. Aber vor allem immer die letzte Folge aus einer Staffel oder die letzten zwei Folgen aus einer Staffel sind sowas von pure Action und so geil animiert. Ich war da, mir läuft's jetzt schon, ich hab jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, an so ein paar Szenen, wie die Kämpfe sind so abnormal geil. Aber es passiert halt nicht so viel, es ist sehr viel Gerede, sehr viel Politik und sowas, nicht Politik, aber halt so rumgelaber in Castlevania. Aber wenn's abgeht, damn. Und es ist sehr kompliziert, die Geschichte. Das macht nichts, sieht geil aus. Wusstet ihr, dass Bonnie M. Münchner ist? Oder war der Münchner? Ich glaube, er war nur deutsch. Lou Bega war Münchner. Ich hatte dieses Lied. Hatte ich dieses Lied? Nee, es war ein anderes Lied. Aber ich hatte damals eine blaue, kleine, ich weiß nicht, welche Zahl das dann ist. Aber diese kleinsten Schallplatten. Keine Ahnung so. Die war blau und da war Bonnie M. drauf. Und die habe ich immer gehört. Schallplatte. Hallo Thomas. Froschfotzenleder. Mariko, da ist sie, Mariko. Es ist Celebin nur tot und wieder auferstanden als Friedgruff. Friedwurf ist die Entwicklung und die Vorstufe ist Gruff. Es gibt keinen Friedgruff. Okay, Mr. Pokédex. You must be fun at parties. Sagt der, der vorhin gesagt hat, dass Shaman ein Pferd ist. Oder was? Was hast du gesagt? Ist Shaman nicht ein Pferd? Love Machine. Was denn für eine Love Machine? Moment. Ah ne, Lennart ist nicht mehr da. Ja. Egal. Warte, mein End, hey, bist du shiny? Und ich habe nicht hingeguckt. Nein. 1, 2, 3, 4. Hamster wurde gesagt, es wurde noch viel anderes gesagt. Alalalalalum. Papapipapum. Parimpapipapum. Pam, pam, pam. Ja, der Controller funktioniert jetzt echt gut. Er hat noch nicht einmal irgendwas falsch gemacht, von minimal sogar gar nichts. Aber ich habe kein Update draufgeladen. Verbindung ist halt einfach stärker. Und dieses eine Kind, was da rumsteht. Wir müssen dem mal einen Namen geben. Ist das ein Kind? Ich muss dir mal ansprechen, was der eigentlich redet. Ich kann es nicht fassen, dass ich diese drei weiblichen Flemlis so einfach gekriegt habe. Endivir war auch einfach, aber das hat zum Beispiel länger gedauert. Da brauchte ich nur eins, aber hab davor, glaube ich, fünf Männchen gefunden.
Und davor hatte ich noch irgendwie 8 Stück ausgebrütet. Dann kriege ich einfach diese 3 weiblichen Flemlys. Easy. Jetzt habe ich wirklich in Kamsin und Popo nichts mehr zu tun, außer, was aber halt nicht wirklich zählt zu der Zahl, aber Methenos. Alle Metheno-Farben in Shiny finden, was nicht wirklich zählt zum Living Decks, weil die alle gleich aussehen. Und das Dreier-Famibs, der Endgegner. Ich habe das Dreier-Famibs jetzt auf meine Liste gepackt. Auf dem Discord sieht man die ja. Auf die Liste für Gen 9 Shinies, 9 Gens. Wo ich in jeder Gen versuche, ein Full Orts seltenes Shiny zu finden. Und Famibs wird nicht Full Orts. Aber 1 zu 551.000 ist Full Odds genug, finde ich. Deswegen, das habe ich addiert und ich habe in Gen 7 Typ 0 weggemacht und dafür Partner Care Pikachu gemacht, weil es cooler ist, weil es besonderer ist. Heißt nicht, dass ich nicht Typ 0 und Venikro suche, natürlich. Aber ursprünglich hatte ich halt in Kamezin und Purpurn Platz freigelassen, weil ich dachte, oh ja, irgendwann wird ein Update kommen und wir werden Legis Shiny hunten können oder ein mystisches Shiny hunten können. Und da sich das ja erübrigt hat und wahrscheinlich auch kein Content mehr kommt für Legends, für Kamezin und Purpurn, müssen wir auch ausweichen auf das langweilige, aber doch sehr stressige Famibs. Das ist schon anstrengend, da immer wieder hinzulaufen. Also ein Reset ist 4 Minuten pro Spiel. Ich brauche ungefähr 4 Minuten da hinzulaufen und dann alle zu besiegen, bis Entei kommt und dann Entei zu fangen. Und da ich das mit 4 Gamecubes gleichzeitig mache, kann man sagen, dass ein Reset 1 Minute dauert. 1, 2, 3, 4. Ich brauche halt 4 Minuten für 4 Resets. Also 1 Minute für ein Reset. Normalerweise wäre es, wenn ich nur eine Gamecube hätte, wäre es ein Reset alle 4 Minuten. Also es geht 4-mal schneller. Was nicht heißt, dass es 4 zu 8192 ist. Man kann es so sehen, dass es 4 zu 8192 ist. Aber ich sehe es eher als das 1 zu 8192 und es geht 4-mal schneller. Und ich hoffe so sehr, dass es bald kommt. Dass ich hier Glück habe. Denn ich will die beiden anderen Katzen auch noch. Und vor allem will ich auch noch 4 Deoxys. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Wenn ich das weiter in der Geschwindigkeit mache, wie jetzt, dann bin ich dieses Jahr immer noch nicht fertig. Offensichtlich haben sie auf den Arena-Leiter Agadio abgesehen. Aber warum nur? Ich würde ihm ja gerne helfen, aber im Training komme ich gerade mal bis zum echten Trainer. Den Gangstern bin ich wirklich nicht gewachsen. Bist du ein Kind? Er ist nicht wirklich ein Kind. Es gibt hier auch wenig Kinder. Es gibt diese Kinder für die Story. Ich hasse den. Wie heißt du? Du hast keinen Namen. Du stehst mir immer im Weg. Können wir irgendwie einen Deal machen? Du darfst mir im Weg stehen und dafür nenne ich dich Pissnelke. Wow, was für eine Beschimpfung. Popo-Gesicht. Es gibt ja Leute, die meinen, da kommt noch ein drittes DLC. Lass die Leute meinen, sie haben keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich würde immer eher behaupten, dass etwas nicht kommt, als dass etwas kommt. Mit Hoffnung kann man zwar eher besseres Clickbait machen. Aber Hoffnung tut mehr weh, zerstört zu werden, als wenn man es erst gar nicht erst erwartet. Ich werde auf jeden Fall glücklicher sein über einen dritten Teil, weil ich ihn nicht erwarte. Als Leute, die es erwarten. Es wird kein dritter Teil kommen. Wo die das hernehmen, ist einfach nur Gelaber. Die einzige Sache, die die Leute sagen, ist, dass rechts oben ist immer noch eine Stelle frei. Ach, dann schau dir mal Legends Arceus an. Da gibt es noch 2 Bereiche, die nie aufgedeckt wurden in Legends Arceus. Da haben wir auch immer gedacht, oh ja, die Wolken werden sie irgendwann wegnehmen, dann können wir da hin. Nein. Das ist einfach nur eine Map.
Was hätten sie denn da sonst machen sollen? Hätte Spanien eine komplette Insel sein sollen, ohne Angrenzung an Frankreich? Hätten sie Frankreich oben rechts abbilden sollen? Wie seltsam wäre das, wenn du Frankreich oben abbildest, aber nicht hinkannst? Es ist vollkommen logisch, dass da Frankreich ist und dass es schraffiert ist. Das heißt nicht, dass da was aufgedeckt wird. Nur weil es in zwei Teilen released wurde. Das haben sie in Schwert und Schild aber auch gemacht. In Schwert und Schild hieß es nicht Teil 1 und Teil 2. Weil die beiden Stories nicht miteinander verknüpft waren. Hier waren halt die beiden DLC-Stories miteinander verknüpft. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich Teil 1 und Teil 2 genannt und einen Namen drüber geschrieben. Aber in Schwert und Schild war das auch so, dass du beide kaufen musstest. Du konntest nicht ein DLC kaufen, du musstest beide kaufen. Wieso sind da vier Bildschirme? Hast du vier Gamecubes? Ich habe vier Gamecubes hier. Hier. Da. Vier Stück aufeinander. Oh. Stand unter dem Video von einer Person? Was stand unter dem Video? Habe ich den gefragt, wieso er sich sicher sein kann, dass da noch was kommt? Also manche Leute. Ich verstehe deine Sätze gerade nicht. Leute sind sich nie sicher. Das verwechseln oft. Leute denken, dass wenn sie ein YouTube-Video anschauen oder YouTuber oder ein News-Artikel auch. Heutzutage kann man Journalismus nicht mehr so vertrauen wie damals, weil jeder kann Journalist sein. Nicht offiziell, aber das ist den Leuten egal. Ein YouTuber, ich bin kein Journalist. Wenn ich ein Video über etwas mache, heißt das nicht, dass es stimmt. Der Typ schrieb, ich bin mir sicher. Ah, geil. Dann komm bitte, wenn jetzt ein Jahr verstrichen ist. Bitte geh wieder unter das Video und schreib drunter, wie sicher bist du dir inzwischen oder sowas. Das Problem ist halt, dass selbst wenn der YouTuber einfach nur sagt, ich glaube oder sowas, dieses Ich glaube blenden Leute aus. Wenn es im Internet ist und jemand sagt es und jemand mag die Person, dann nehmen die das als Fakt her, als journalistisch recherchiert und sowas. Was halt meistens nicht der Fall ist. Und oft ist es noch nicht mal die Schuld von YouTuber, das ist die Schuld von denen, die es anschauen, die einfach nicht zuhören, sondern nur den Titel lesen, nur das Bild vielleicht anschauen und vielleicht auch nur das rausnehmen, was sie sich selber wünschen. Aber der eine hat gesagt, da oben ist eine schraffierte Stelle und bisher in 2023 wurde mal geleakt, dass diese eine Stelle vielleicht Daten enthält und dann kann man hier drauf und nichts davon stimmt. Das ist bei allem so inzwischen. Deswegen finde ich manchmal diese TikTok-Accounts cool, die solche Videos nehmen. Also zum einen gibt es so ein Video, so ein TikTok-Account, der nimmt TikToks und fasst die für dich zusammen innerhalb von 5 Sekunden. Weil es gibt manchmal wirklich so Videos, wo du dir denkst, ihr asozialen Assos. So Leute, die genau wissen, wie sie es machen müssen und so eine winzige Information, die dich interessiert, noch nicht mal News, einfach, vielleicht ist das irgendwie catchy, das Video und sowas. Und dann schaffen sie es, einfach so ein 5-Minuten-Video draus zu machen und entweder am Ende ist es, schau weiter für Teil 2 und dann bin ich so richtig sauer. Oder es kommt halt was ultra uninteressantes. Aber du hast das Video 5 Minuten geguckt, was dafür sorgt, dass das Video mehr empfohlen wird und so weiter und es ist genau kalkuliert. Da gibt es halt diesen Account, das ist dieser Typ, der im Bett so seitlich liegt, komplett so eingemümmelt und einfach sagt, am Ende ist ihr Hund fein gewesen und alles war komplett sinnlos. Und er spart uns quasi 5 Minuten und sagt uns ganz kurz, was passiert ist in dem Video. Und dann gibt es natürlich dieses, was ihr vielleicht auch kennt, dieses Internet-Speedrun. Das ist auch ganz cool.
wo der Typ einfach super viele Infos von dieser Woche nimmt und ganz schnell hintereinander auflistet, anstatt dass du dir diese ganzen Videos anschaust, die jeweils 3 Minuten gehen. Weil Leute einfach ihre Videos lang machen. Und die finde ich, und dann das, was ich eigentlich meinte, dann gibt es die, die so Sachen fact-checken, die Leute einfach sagen oder halt machen. So von wegen so kleine Hacks. Zum Beispiel war letztens da so ein Hack von wegen, wenn du eine Türmatte hast, die ganze Zeit verrutscht, dann sollst du einfach Zellophanpapier drunter legen. Und dann verrutscht die nicht mehr. Da gibt es diese zwei, und ich glaube, das sind 2 Italiener, die gucken sich das immer an und sagen sich, okay, checken wir. Und dann checken die das aus und es geht halt überhaupt nicht. Ich finde ich auch cool. Und denen vertraust du dann eher, weil deren Kanal geht komplett darum, zu beweisen, ob etwas wirklich geht, stimmt oder nicht geht, nicht stimmt. Ich gucke den Typen im Bett gerne. Ja, ist einfach so. Vor allem ist es oft, stellt sich einfach heraus, dass es so lapidar unwichtig ist. Ich benutze kein TikTok, aber inzwischen gibt es ja auch alles auf YouTube. Ist nur die Frage, wenn du eine TikTok-Compilation auf YouTube anschaust, guckst du da nicht einfach TikTok? Man kann argumentieren, dass es besser ist, weil du nicht an dem ganzen Schrott vorbei musst. Und es gibt so viel Schrott. Aber manchmal ist der ganze Schrott es wert, weil dann kommt so ein Stern, so ein Goldnugget kommt dann, was all der Schrott wert war. Aber auf YouTube-Shorts sind sie ja ähnliche. Ich finde, mein YouTube-Shorts ist komplett anders als TikTok. Auf YouTube-Shorts fühlt es sich wirklich so an, als ob du kleine Mini-YouTube-Videos anschaust. Wirklich gut produziert, interessant. Und du kriegst auch wirklich die Sachen vorgeschlagen, die du abonniert hast an YouTubern. Auf TikTok ist es einfach der wilde Westen. Komplett durcheinander. Am einen Tag kriege ich vorgeschlagen, was war das? Keine Ahnung, ich krieg ein Froschvideo vorgeschlagen, guckt es an, weil es süß ist. Und dann sind die nächsten 30 TikToks mit Fröschen. 3 Tage später keine Frösche mehr. Das ist so random und so viel Schrott. Und der Algorithmus, du merkst richtig, wie der Algorithmus manchmal funktioniert. Weil du merkst, du hast gerade ein 10 Sekunden Video komplett angeschaut und auf einmal sind es nur noch solche Sachen hintereinander. Und so, oh mein Gott. Ich glaube, wir hatten auch letztens hatte ich einfach nur hier von Metal Gear Solid geredet. Dann habe ich den Stream ausgemacht, TikTok aufgemacht und mir wurde Metal Gear Solid Videos vorgeschlagen auf TikTok, so kleine Metal Gear Solid Sachen. Und nein, Leute, die hören nicht zu. Aber Google weiß alles. Oh yeah. Wenn du das Ente ja bald hast, machst du dann für die nächste Katze mit 3 Gamecubes weiter? Da kann man an weitere Meisterbälle kommen in Kolosseum. Der Meisterball hier ist sowieso reingecheatet. Man kann 3 Meisterbälle haben. Und deswegen passt es perfekt für meine 3 Katzen. Der Punkt ist nur, dass man nur 3 Meisterbälle haben kann auf der japanischen Version. Und ich sehe es nicht ein, das Spiel extra auf Japanisch mir zu holen und japanische Gamecube und so weiter. Nur damit ich die 3 Meisterbälle habe. Deswegen habe ich mir einfach Meisterbälle gegeben. Wenn ich das Entei habe, mache ich mit 4. Das ist aber ein guter Punkt, habe ich nie dran gedacht. Wenn ich das ohne Meisterbälle machen würde, dann müsste ich hier Hyperbälle nehmen. Und dann erschrecklich. Und dann müsste ich tatsächlich nur noch mit 3 Gamecubes weitermachen. Beziehungsweise dann würde ich halt. Die anderen müsste ich dann auch mit Hyperbällen fangen. Wieso eigentlich Kolosseum, weil es besonderer ist? Da hat mein Controller jetzt gesponnen. Natürlich, wer kann behaupten, dass er ein Shiny auf Kolosseum hat?
10 Minuten pro Run reichen auch? Hm? Ja, eben. 4 Minuten reichen auch. Wenn ich jetzt einen Hyperball nehmen würde, boah, es würde ausschlüpfen. Ich müsste ihm wehtun. Och, schrecklich. Nee, wenn ich das hier habe, dann geht's. Dann habe ich ja trotzdem auf jedem Spielstand eins gefangen. Nur halt nur bei einem ist es shiny. Und ich würde dann mit dem Shiny-Spielstand weiterspielen. Bis zu, ich glaube Suicune kommt danach und dann Raikou. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube Suicune und dann kommt Raikou. Ah, oder Raikou und dann Suicune. Weiß nicht. Und ich habe Entei umgebracht. Habe ich überall Entei umgebracht? Ja, fuck. Genau, da mache ich einfach, also genau genommen, ich habe das Spiel nicht mal viermal durchgespielt. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt und den Speicherstand vervierfacht. Auch das ist schon ein bisschen, aber jeder macht's wie er will, ne? Und ich habe keinen Bock, bis dahin viermal zu spielen. Deswegen, ich habe bis dahin einmal gespielt, was sehr schnell geht. Die Stelle hier ist relativ am Anfang vom Spiel. Und das Morlord ist noch von meinem anderen Spielstand, glaube ich. Oder? Ich hab's vergessen. So lange her. Ist das Morlord von meinem anderen Spielstand? Keine Ahnung. Und dann, warum sind die Spiele nicht gleich schnell? Weil die Gamecubes unterschiedlich sind. Genau, also ich mache auf jeden Fall mit dem Spielstand weiter, wo ich das Shiny finde. Spiel bis dahin, wo Raikou ist, bereit alles vor. Ich habe keine Ahnung, was ich für Raikou brauche. Wahrscheinlich muss ich einfach nur Erdbeben auf Fleck. Also es kommt darauf an, was die anderen Pokémon sind, nicht Raikou. Dann gebe ich mir wieder einen Meisterball. Kopiere den Spielstand auf die anderen drei Gamecubes rüber und dann habe ich wieder viermal den gleichen Spielstand und mache da weiter. Und wenn die dann irgendwo hin übertragen? Ja. Die werden dann noch nicht irgendwo hin übertragen, denn ich will, glaube ich, mit Entei, weil ich Entei am coolsten finde vom Shiny-Bild, mit Entei mache ich dann eine Ribbon-Challenge. Also aus Entei wird dann ein Ribbon Master. Weil hier beginnt die Ribbon Master Challenge. Weil es das erste Spiel ist in der ganzen Reihenfolge von einer Ribbon Master Challenge. Vielleicht übertrage ich die anderen beiden. Ich muss dann alle drei erstmal erlösen. Entei wird aber erlöst sein bis dahin wahrscheinlich. Mit was überträgst du dein Gamecube-Bild? Ich habe ein Video, kannst du dir anschauen. Da sind auch die Links darunter. Gibst du einfach ein Leo's Mind Room Tour. Aber schau dir nicht die an vom... Schau dir wirklich die an, mit wo ich über Pokémon rede. Also auf meinem Pokémon-Account. Weil ich habe eine auch auf einem anderen Account, aber da rede ich nicht darüber. Ja, da siehst du das ganze Equipment. Aber kurz gesagt, das ist ein HDMI-Adapter, der hinten in die Gamecube reingesteckt wird. Die gibt's für relativ viel Geld. Ich glaube für 70 Euro. Ist das Hoenn? Nein, das ist, wie heißt die Region hier? Egal, 70 Euro oder sowas oder 40 Euro gibt's auf Alibaba, ist auch verlinkt unter dem Video. Und dann kannst du einfach HDMI in ein, wie heißt die Dinger? Also das ist wirklich so ein Ding, wo die Bilder so angeordnet sind. Das ist kein Splitter, es ist quasi ein Splitter, also ein HDMI-Splitter, also vier HDMI-Eingänge rein, die mir das alle anzeigen auf ein Bild. Und dann kann ich das in meine richtige Capture Card reinstecken und dann habe ich das auf dem PC. Aber all das Equipment ist unter dem Video von meiner Room Tour verlinkt. Das ist einfach ein HDMI-Adapter. So ein blaues Ding. Steckt man hinten rein. Geht nur mit der GameCube, die auch einen richtigen Ausgang hinten hat dafür. Sonst kriegst du es da gar nicht rein. Also AVI heißt es, glaube ich, der Ausgang. Oder DVI? AVI? DVI? AV1? Egal. Alles steht unter dem Video. Was happens gerade? Verlinkt hat. Dankeschön.
Das Video, das über dir steht, das, da steht das. 1, 2, 3, 4. Aber wenn ich Entei habe, in dem Video, oder mache ich ein extra Video drüber, das, da bin ich die ganze Zeit, ich wollte Oliver da mal fragen, ob es sich lohnt, ein Video zu machen, über wie ich das Ganze spiele. Weil ich habe noch keinen gesehen, der das so spielt wie ich. Viele Leute kaufen sich viel teures Equipment, um 4 Gamecubes zu steuern. Und ich habe irgendeine Möglichkeit gefunden, das relativ günstig zu machen. Und vielleicht mache ich mal ein Video. Das will ich aber auf Englisch machen. Ein englisches Video, wo ich genau darauf eingehe, wie man 4 Gamecubes mit einem Controller steuert. Und im Video, wo ich über Entei rede oder über Colosseum Shiny Hunting, würde ich auch kurz zeigen, wie mein Setup ist. Danke, Baku. Aber ja, eigentlich würde ich das auf Home übertragen, dann die 3 Shinies. Aber ich will halt mit einem davon die Ribbon Master Challenge machen. Was mit einem Leggy geht, weil die Ribbon Master Challenge heißt einfach nur, du machst alle Ribbons auf dieses Pokémon, die möglich sind. Bei Leggys ist es am wenigsten möglich, weil Leggys können nicht beim Kampfturm teilnehmen, glaube ich. Das heißt, du kannst die Ribbons alle nicht holen, für die du extrem viel kämpfen musst. Was mich nicht stört, weil ich hasse Kämpfen. Aber ich würde halt alle anderen damit holen. Und ich glaube, Shiny Entei aus Colosseum ist ein cooler Kandidat für eine Ribbon Master Challenge. Wie funktioniert das Controlling? Es gibt eine Open Source Software, die ein unfassbar cooler Mensch gemacht hat. Die heißt Blue Retro. Wenn du zum Beispiel auf Wish oder Alibaba einfach Blue Retro eingibst oder auf Google, findest du Produkte, mit denen diese Software verkauft wird. Du kannst es dir aber auch selber bauen natürlich mit kleinen Chips. Im Endeffekt habe ich mir einfach sowas gekauft. Es kostet 20 Euro und es ist einfach ein Receiver, der 4 Ausgänge hat oder 4 Eingänge hat für die 4 Gamecubes. Das heißt 4 Gamecube-Anschlüsse und dann ist ein Receiver dran. Und mit diesem einen Receiver verbinde ich irgendwie einen Bluetooth-Controller. Egal was für ein Bluetooth-Controller, geht auch PlayStation, was auch immer. Und dann steuerst du, dann musst du in diesem Blue Retro, was halt so eine Open-Source-Software ist, musst du halt krass viel einstellen, was Hotkeys anbelangt und sowas. Also die ganzen, dass halt, wenn ich A drücke, der Knopfdruck auch durch alle 4 Ausgänge geht und nicht nur durch einen. Da muss man halt super viel einstellen. Und da habe ich coolerweise mit dem Typen, der das gemacht hat, halt geschrieben, so, hey, das geht nicht. Hat er gesagt, ah, stimmt, coole Sache, coole Idee. Dann patche ich das noch rein, dass das geht. Weil davor konntest du nicht mit 4 gleichzeitig quasi dann kommunizieren, sondern nur mit einem der Ausgänge. Dann hat er das reingepatcht und dann war es buggy, sodass eine Gamecube immer mal wieder keinen Empfang hatte und so weiter. Dann hat er das gepatcht und jetzt geht's halt perfekt. Manchmal ist es noch so ein bisschen am Glitchen, dass auf einmal ein Controller so eine Bewegung macht. Und dann muss ich korrigieren. Aber besser als 100 Euro pro Controller zu zahlen, weil die Alternative ist, entweder den Wavebird zu nehmen, GameCube Wavebird Controller. Die kosten aber 100 Euro auf eBay. Brauchst 4 Stück davon. Oder da gibt es auch so ein cooles Projekt, das ist aber zurzeit ausverkauft, was mit dem Game Boy Advance funktioniert. Da verbindest du die GameCube mit dem Game Boy Advanced und dein Game Boy Advance ist dann der Controller. Kostet aber nicht 100, sondern dann so 50. Und das Ding kostet halt 20 und du brauchst nur eins. Ich brauche nicht 4 Stück davon, ich brauche eins, was 20 Euro kostet und einen Controller, den sowieso jeder hat. Und das andere ist halt 4x50 Euro oder 4x100 Euro. Das sind die einzigen 3 Sachen, die es gibt. Und die meisten kennen nur die 2 Sachen. Hallo, Kativa.
Aber zuerst kommt jetzt das Video über den, weil ich das jetzt auch machen will, über den Void Glitch in Gen 4. Das wird so kompliziert und ich hoffe, dass ich keinen Fehler mache. Das ist nicht so kompliziert wie der Mew Glitch, aber Mew Glitch ist definitiv komplizierter. Aber es ist auf der Ebene. Das will ich als nächstes machen, das nächste Video, der Void Glitch, weil ich will dieses Arceus haben. Deswegen muss ich es sowieso selber einmal machen. Das heißt, ich zeichne mich einmal dabei auf, wie ich es mache. Und ich glaube, dann würde ich tatsächlich das Video machen, um zu zeigen, wie man 4 Gamecubes gleichzeitig steuert. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich es auf... Ich muss es eigentlich auf Deutsch, interessiert es kaum jemanden. Es gibt so viele Shiny Hunter, die ja für Gamecube Shiny hunten, die das interessieren könnte. Und vielleicht bin ich, und das wollte ich Oliver fragen, vielleicht bin ich nicht der Erste. Ich glaube, Oliver kannte es nicht, als er hier war und ich das gezeigt habe. Der kannte es noch nicht. Das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass es die meisten Shiny Hunter nicht kennen, diese Controller-Methode. Und dann sollte ich auf jeden Fall ein internationales Video machen, damit jeder weiß, dass es diese 3 Möglichkeiten gibt. Wave Bird, Game Boy Advanced und Blue Retro. Und dass es Blue Retro geht, ist halt noch relativ frisch. Weil ich dem gesagt habe, hey, das geht nicht. Aber dann müsste ich ein Video auf Englisch machen. Aber ich würde dann deutschen Untertitel machen. Und dann ist das zweite Video mit 100.000 Views. Nee. 100.000 nicht. Es können schon ein paar sein. Aber Shiny Hunter auf GameCube sind jetzt auch nicht so viele. Es ist schon eine gute Zielgruppe, aber es sind jetzt nicht so viele. Viel zu tun in nächster Zeit. Zum Glück war Palworld nicht gut für mich. Ich hätte Palworld gar nicht erst machen sollen. Ich hätte echt gedacht, es ist mehr wie Pokémon. Nein, es ist geglitscht. Es ist runtergegangen. Jetzt schmeiße ich einen Pokéball zurück. Schau auf einmal. Vorhin hat der linke Bildschirm geglitscht, jetzt hat der rechte Bildschirm geglitscht. Also der Controller. Ich hänge auch seit Montag nur im Seilpark. Nope. 1, 2, 3, 4. Und dann bin ich bald in Barcelona. Rosa ist über Valentinstag nicht da. Sie ist in Barcelona. Also haben wir gesagt, hey, dann komme ich doch einfach nach. Und dann können wir Freitag, Samstag, Sonntag. Also ich glaube, Valentinstag ist diesmal am Mittwoch. Nicht, dass uns das wichtig ist. Aber auf jeden Fall bin ich, was war es, 17, 18, 19? 16, 17, 18? 16, 17, 18, glaube ich. Ups. 16, 17, 18, da bin ich in Barcelona. Ich war schon zweimal in Barcelona. Es ist eine sehr coole Stadt. Gaudi. Hallo Brainy Wash. Leo, der Einzige, der sich beschwert, dass Palworld Pokémon nicht ähnlich genug ist. Es ist halt wirklich... Ich habe heute schon wieder einen Tweet gesehen.
Ich habe schon wieder einen Tweet gesehen, dass Leute so, oh mein Gott, die Verkaufszahlen von Palworld. Sie sind jetzt so gut wie die besten Pokémon-Spiele. Wie viel? 20 Millionen? Nee, noch nicht. 12 Millionen verkaufte Einheiten, nicht was? Hab die Zahl vergessen. Aber oh mein Gott, Palworld schafft, was Pokémon erst nur mit den besten Pokémon-Spielen schafft. Leute, soll ich eine Statistik veröffentlichen, wie viele Leute GTA 5 gekauft haben und dann Pokémon daneben schreiben? Was hat denn Palworld mit Pokémon zu tun? Nix. Das ist doch das Problem. Ich wünschte, Palworld hätte was mit Pokémon zu tun. Dann würde ich es wieder spielen. Meiner Meinung nach ist Palworld total überbewertet. Ja, ich finde nicht, das ist schon ein gutes Spiel. Aber ich habe nach einer Woche alles gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt passt's wieder. Ich habe halt die Pokémon-Sachen gemacht. Ich habe alle Monster gesammelt und alle Bosse besiegt. Und Lucky Pals haben keinen... Es gibt keine Methode, wie man Lucky Pals findet, also macht es auch keinen Spaß, nach denen zu suchen. Weil die Methode ist, lauf rum. Und das ist für mich keine Methode, die Spaß macht. Da sitze ich lieber hier und renne 4 Minuten lang zu einem Pokémon hin und schaue, ob es shiny ist. Ja, nur die Designs von den Monstern sind halt von Pokémon, klar. Aber das macht es nicht zum Pokémon-Spiel. Das macht es zu einem Arc mit Pokémon-Skins. Was es übrigens gibt. Es gibt eine Arc, ein Arc-Mod, der die Dinos zu Pokémon macht. Ja, und warum vergleicht das niemand mit Arc? Also wie sind die Verkaufszahlen von Arc gewesen, als das rauskam? Das ist krass. Palworld hat Arc um so viel überboten. Wahrscheinlich hat Palworld so viele Spieler, wie Arc jemals hatte. Und warum? Weil sie Pokémon reingetan haben. Aber es ist kein Pokémon-Spiel. Es ist vor allem zugänglicher für alle. Du brauchst keine Switch. PC reicht. Xbox reicht. Dann hast du auch noch das... Oh mein Gott. Wird Pokémon Palworld verklagen? Ich sollte noch schnell das Spiel spielen, bevor es runtergenommen wird. Oh nein, oh nein. Ich muss es auschecken, bevor die Anwälte Palworld down nehmen. Palworld hatte auch Baldur's Gate 3 überboten mit gleichzeitigen Spielern bei Steam. Ja, und warum vergleicht das niemand? Wenn Pokémon Games 30 Euro kosten würden, wären sie auch höher, die Zahlen. Ja. Man kann schon vergleichen, weil es halt die gleichen Designs sind. Deswegen vergleichen es die Leute. Und weil das der Grund ist, warum es alle spielen, natürlich. Aber trotzdem vergleichst du zwei so krass unterschiedliche Spiele, die auf unterschiedlichen Systemen laufen, unterschiedlich aussehen. Es ist eben übertrieben gesagt, könntest du auch GTA 6. Wenn GTA 6 rauskommt, können wir auch anfangen, die Statistiken zu vergleichen. Das klingt aber auch so, als ob ich das Palworld nicht gönne. Doch, Palworld ist ein besseres Spiel als Pokémon. Aber was Palworld nicht hat, ist 25 Jahre Nostalgie und bessere Designs. Palworld Designs kommen lang nicht an Pokémon ran. Das sind halt Knockoffs. Viele. Ein paar sind cool. Relaxaurus, wie heißt er? Der blaue Dino. Simpel, einfach, cute.
Hey, aber wenn das Spiel einfach nicht das Schießen hätte und nicht so viel Crafting hätte, boah. Und richtige Shinies hätte oder richtiges, auch besseres Brüten und sowas. Ohne die dumme Torte. Also ohne Crafting halt. Boah, ich würde das Spiel zu Tode spielen. Weil dann wäre es wirklich wie Legends Arceus. Das fand ich auch geil. Oh mein Gott, da habe ich einen TikTok gesehen. Ein TikTok, wie einer Palworld spielt und sagt, oh mein Gott, Leute, Palworld ist so viel besser als Pokémon. Und wisst ihr warum? Und dann nimmt er so, dann läuft vor ihm so ein Pal rum und er nimmt den Ball und sagt, guck mal, ich laufe hier rum, ich nehme den Ball, ich schmeiß den Ball auf das Pokémon und lauf weiter und es wird gefangen. Und dann nehme ich dieses Pal, werfe es aus und es kämpft gegen was anderes. Noch nie hat ein Pokémon-Spiel uns das gegeben und deswegen ist Palworld das bessere Pokémon. Und ich sitze vor meinem Handy und schreie das Handy an, du Vollidiot! Warum behauptest du so etwas und es ist faktisch falsch? Es gibt Legends Arceus seit 2 Jahren, was exakt so funktioniert, wie du es gerade beschreibst. Halt die Fresse! Es ist unfassbar, wenn jemand behauptet, Palworld hat uns gegeben, was Pokémon nicht konnte. Ja, einige Sachen, wie Grafik und Crafting. Aber du darfst nicht sagen, dass es kein Pokémon-Spiel gibt, bei dem man nicht Pokémon einfach fängt und weiterläuft und rausschmeißt. Denn das gibt's. Oh mein Gott, hat mich das sauer gemacht. Oh mein Gott. Immer wenn ich mir Pokémon-Fanart anschaue, frage ich mich, wieso Pokémon wie Schlick da bekommen. Da denke ich mir oft, weil es das Fandesign halt gab. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich finde es eine schöne Theorie, dass sobald ein Fanart rauskommt und es irgendwie ein bisschen halt Views kriegt, dieses Fanart auf Twitter oder sonst wo, dann denkt sich Pokémon, jetzt können wir es nicht mehr machen. Natürlich können sie es machen, weil sie das Recht daran haben. Wobei, kommt drauf an, wie sehr es einem Pokémon ähnlich sieht. Also wenn es jetzt eine Formwandlung ist und sowas, dann können sie wahrscheinlich machen. Aber wenn es tatsächlich jemand einfach entwickelt hat, das Design, dann können die das nicht mehr machen. Weil dann würden sie das, jeder Künstler, der ein neues Monster erfindet, was nicht aussieht wie ein Pokémon, der hat da komplett geistiges Eigentum drauf und Copyright drauf. Die könnten die Person bezahlen und sagen, hey, können wir dir das abkaufen? Aber das würden die doch nicht machen. Pokémon wird doch niemals zu jemandem hingehen und sagen, hey, können wir das Design dir abkaufen? Nein, die engagieren Künstler, die für sie Pokémon designen. Deswegen, ich denke mir oft, wenn jemand ein cooles Design macht, da draußen denke ich mir, das ist cool und jetzt kann es Pokémon nicht mehr hernehmen. Erstens, weil sie es rechtlich nicht könnten, außer sie würden es kaufen. Und zweitens, weil der Stolz von Pokémon so groß ist, dass sie nicht einfach Designs nehmen, die im Internet rumkursieren. Deswegen hört auf, Pokémon-Designs zu machen. Nee. Aber es gibt auch viele Pokémon, also Fan-Pokémon, die zwar unglaublich geil aussehen, aber du siehst sofort, es ist halt kein Pokémon. Es sieht cool aus, aber der Grund, warum Pokémon erfolgreich ist, sind die Designs von den Viechern, von den Tierchen. Und viele kriegen es super gut hin. Und es könnte wirklich ein Pokémon sein. Da habe ich auch gleich einen super Funfact für euch, für Temtem. Aber manche, es sieht zwar geil aus, aber du merkst einfach, das kann kein Pokémon sein. Das wäre kein Pokémon. Es sieht zu kompliziert aus, zu krass aus, zu simpel aus. Es ist diese gewisse Rezeptur einfach. Dieses gewisse Rezept. Palworld geht mir auf den Sack, Nintendo soll gucken, Schlüsse zu ziehen und sich um Pokémon zu kümmern. Ja, nee, warum sollten sie das machen? Wie gesagt, Palworld ist kein Pokémon-Spiel. Pokémon wird sich nichts von Palworld abschauen. Warum sollten sie? Das ist ein komplett anderes Spiel. Wenn du ein Crafting-Pokémon-Spiel willst, okay. Wenn Pokémon sich dazu entschließt, irgendwann ein Crafting-Game zu machen, wie Minecraft, dann könnte man sagen, hey, guckt euch das ein bisschen von Palworld ab. Die haben es gut gemacht. Aber was Gen 10 anbelangt, ich glaube nicht, dass Crafting jemals in Pokémon eine Rolle spielen wird. Ein bisschen gab es ja immer Crafting, von wegen Pokébälle machen oder was auch immer. Aber nie in dem Ausmaß.
Pokémon wird sich nichts abschauen von Palworld. Warum sollten sie? Hallo Son of Hell. Ja, Mega-Entwicklungen waren cool deswegen, weil ja, die waren halt wirklich mehr edgy und so übertrieben. Wenige Pokémon-Designs sind übertrieben. Und da war auf einmal, also Aerodactyl mit noch mehr Spitzen. Komplett übertrieben. Oder Ultra-Bestien. Da ist ja auch so ein eigenes Ding fast schon. Aber ja, der Fun-Fact ist, es gab mal zu Release von Sonne und Mond, davor gab es wie immer super Gerüchte und dann gab es so ein Leak, der kein Leak war, wo drei Pokémon, die Starter, abgebildet waren. So wie bei jedem, wenn eine Gen rauskommt, werden ja so Starter geleakt, die es dann doch nicht sind und so. Und da wurde ein Wassermon geleakt, das aussah wie ein Platypus. Und am Ende stellte sich raus, das war kein Leak und das war einfach nur Fanmade und das waren keine geleakten Pokémon-Designs von den Startern für Ultrasonne oder für Sonne und Mond. Aber was hat dann Temtem gemacht? Temtem ist dann zu dem Typen hingegangen, der diesen Leak gemacht hat, diesen Fake-Leak, hat gesagt, hey, wir finden dein... Ah, nee, anders. Temtem war ja ein Kickstarter-Projekt oder halt so was ähnliches. Temtem war ein Kickstarter-Projekt. Und wenn du richtig krass die monetär unterstützt hast, also ich glaube, 1000 haben schon gereicht. Ich glaube, wenn du $1000 gespendet hast, durftest du ein Design vorschlagen für ein Temtem. Und der Typ, der diesen Leak gemacht hat mit dem blauen Platypus, was dann nicht die Pokémon waren, weil es war einfach ein Fake-Leak, der hat dann seinen Platypus da vorgeschlagen und es hat es ins Spiel geschafft und es ist auf dem Cover von Temtem drauf und es ist eins der Temtem, die jeder als Temtem erkennt. Das ist dieses blaue, wie heißt es? Platyterra, Platypus, Platypus. Das war ursprünglich ein Fake-Mon-Design von einem Fake-Leak für Sonne und Mond. Ist das nicht cool? Warum rechts oben? Mach mit. Das sieht so cool aus. Ja, es ist eines der beliebtesten und es liegt wahrscheinlich daran, dass es am ähnlichsten zu einem Pokémon ist. Weil wenn man sich mal alle Temtem anschaut, dieses Platypus sticht so ein bisschen raus. Es sieht am ehesten aus wie ein Pokémon. Oh Gott. Komm her. Mehr in die World Maps gehen. Das Crafting will kein wirklicher Pokémon-Fan. Ich meine eher endlich gute Grafiksprünge. Ja, aber warum sollten sie sich dann was von Palworld abschauen? Dann können sie sich von allen Spielen abschauen, die es gibt. Wie wäre es von Nintendo Games abschauen, die direkt Nachbarn sind? Wie wäre es sich die Grafik von Breath of the Wild abzuschauen oder von Mario? Warum sollen sie sich von Palworld was abschauen? Die haben so viel Stolz, Pokémon. Warum sollten sie sich was von dem Spiel abschauen, was eindeutig deren geistiges Eigentum sich quasi ein bisschen verletzt? Wenn das rauskommt, wäre das so schlechte... Nicht nur, die wollen nicht, wegen Stolz, aber selbst wenn sie es machen würden und es kommt raus, oh mein Gott, was für ein Shitstorm. Pokémon muss sich was abschauen von einem Indie-Game-Studio. Niemals. Und warum sollten sie? Dann können sie sich von vielen besseren Spielen abschauen. Ich will keine Grafik wie in Palworld. Ich will eine Grafik wie in Breath of the Wild oder wie in Let's Go. Oder eine alte Pixel-Grafik wieder. Oder Wind Waker. Ich will keine Palworld-Grafik, was einfach... Was ist das? Unreal Engine. Ach. Ich hatte bei den Leaks zu den Starter von der Arceus gedacht, dass das Fanmates sind. Als ich dann Hisui Atmurai im Game gesehen hatte, war ich so froh, dass es echt ist. Ja. Ja, Palworld. Ich finde, Palworld hat auf jeden Fall eine bessere Grafik als die Pokémon-Spiele. Aber es ist lang nicht. Ich finde nicht, dass man sich da was abschauen sollte. Palworld ist einfach Unreal Engine Assets genommen
dann Charaktere halt gemacht, die nicht zur Welt passen und dann halt kleine Monster gemacht, die auch nicht zur Welt passen. Ich finde, es sieht okay aus, aber warum sollte Pokémon sich daraus abschauen? Ich finde, das sollte nicht der Anspruch von Pokémon sein. Eine vorgefertigte Engine zu nehmen. Ach, du kanntest Platypus nicht? Ja, das sieht süß aus. Vor allem die Entwicklungen sehen auch cool aus. Happens, mit deinem ganzen Temtem-Wissen könntest du so coole Tutorials machen und News-Updates. Ist nicht jetzt erst wieder ein fettes neues Ding rausgekommen für Temtem? Mann, du wärst jetzt schon auf dem Thron der Temtem-Community. Palworld läuft aber auch auf potenter Hardware. Ja, habt ihr mal geguckt, wenn Leute Palworld spielen auf einem schlechten PC, die immer noch besser sind als ein Switch? Das neueste Zelda ist auf der Splatoon-Engine, echt? Es sieht auch gut aus. Also man könnte schon etwas mehr aus der Switch rausholen. Gegebenenfalls sollte Pokémon mal mit Splatoon reden. Ah, die könnten so viel machen. Ich weiß noch, dass Reversal hat einen schlechten PC und er suchtet jetzt trotzdem Palworld ohne Ende. Und der muss sein Spiel auf unter 30 Frames stellen und die Grafik ganz schlecht stellen und schon sieht das Spiel so richtig lächerlich aus. Und schon sind auch, ich glaube sogar, ich habe irgendwelchen Leuten zugeschaut, die Palworld, ich kann nicht reden, die Palworld gespielt haben, die hatten keine Schatten, die hatten die Schatten komplett ausgestellt, damit das Spiel bei denen flüssig läuft. Die haben halt keine super PCs, klar. Ja, sie können Schlüsse daraus ziehen und so weiter. Ich will nur sagen, ich meine, klar können sie das alles machen und es wäre schön, wenn sie es machen würden. Ich finde es nur komisch, dass die Leute jetzt damit kommen, nur weil Palworld rauskommt. Pokémon kann sich schon immer was bei anderen Spielen abschauen. Pokémon kann sich sogar was abschauen aus ihrer Vergangenheit einfach nur. Warum? Ich finde es halt so komisch, dass Leute jetzt auf einmal sagen, ah, sie könnten sich so viel Schlüsse ziehen oder sich Sachen abschauen von Palworld, wenn sie das schon immer machen können. Warum jetzt mit Palworld? Nur weil Palworld ein paar Pokémon benutzt, die so aussehen. Ja, empfohlen ist die 2070. Die habe ich. Palki, dankeschön für 10 Monate. Man kann den Colosseum Shiny hunten. Exakt. Exakt kann man. Warum sollte man das nicht können? Erst ab Gen 5 wurden Shiny Locks eingeführt. Aber ja, in Snap gab es auch keine Shinies. Oder in Pinball gab es auch keine Shinies. Aber ja, kannst du. Der lässt sich ausrechnen, damit es quasi fix ist, dass du ein Shiny bekommst. Son of Hell, du meinst, warum fällt mir der Begriff gerade nicht ein? In Pokémon Rumble glaube ich auch nicht. Doch, Pokémon Rumble hat Shinies. Aber Pokémon Rumble ist halt geschlossen in sich. Kriegst halt nichts runter. RNG-Manipulation, genau, du hast dir ein Video angeschaut zu RNG-Manipulation. Das geht auch in jedem Pokémon-Spiel, es geht auch hier. Und darüber wollte ich auch irgendwann mal ein Video machen, wenn ich kein Video weiß, was ich machen soll. Und zwar will ich eins der Deoxys, die ich habe,
will ich... Also eins der Deoxys, die ich brauche, will ich RNG manipulieren und dann dazu ein Video machen. Weil ich finde es interessant, einfach die Diskussion, ist RNG-Manipulation Cheaten? Und ich sage, nein, es ist nicht Cheaten. Es ist quasi eine eigene Methode und jeder muss für sich sagen, ob man diese Methode anwenden möchte. Aber weil es ist definitiv, du brauchst mehr Skill auf jeden Fall. Fuck, links oben ist nicht, oh Mann. Es ist definitiv schwerer, RNG-Manipulation zu betreiben. Vor allem, wenn du Sachen selber rausfinden willst und noch nicht vorgefertigt sind von anderen. Aber es geht definitiv schneller. Shiny Hunten ist nämlich, du brauchst nichts außer Geduld. Bei RNG-Manipulation brauchst du Geduld und Skill. Du musst gut darin sein. Du musst es verstehen. Du musst Reaktionszeit und sowas haben. Deswegen, ich finde es ein sehr interessantes Thema und ich will, das eine Deoxys will ich an RNG manipulieren. Du hast es mit Shiny Jirachi gemacht. Ich finde, also mir wär halt das Jirachi immer noch mehr wert, wenn ich es, ich finde Zeit ist immer noch mehr wert als der Skill, den man reinsteckt. Deswegen, ich glaube, wenn ich diese vier Deoxys habe und eins davon ist RNG manipuliert, warum ist denn der immer noch nicht tot, was? Ich glaube, wenn ich die vier Deoxys habe und eins davon ist RNG manipuliert, wird mir das am wenigsten bedeuten, weil ich da am wenigsten Zeit reingesteckt habe. Und Deoxys ist zum Beispiel auch ziemlich einfach zu holen. Ich glaube, Colosseum-Shinies sind nicht so einfach zu holen. Gott, jetzt muss ich wieder in diesem einen da oben. Was habe ich denn falsch gemacht? Ist das links oben so viel langsamer abgelaufen? Wie war das bei Feuerrot und Blattgrün? Da war es nicht möglich, ein shiny weibliches Starter-Pokémon zu bekommen, oder? Doch. Das mit dem weiblichen Startern geht nur nicht in Gen 2, weil da noch die Shininess anhand der IVs berechnet wurde. Und somit, also die Weiblichkeit und die Shininess, also das Geschlecht und die Shininess wurden an IVs gerecht berechnet. Und es ging halt nicht beides gleichzeitig. Weil für IVs musste der Angriff immer sehr hoch sein, aber Weibchen haben immer einen schlechten Angriff. Was voll gemein ist. 1, 2, 3, 4. Oh, 2, 4, 4, 4. Ich will 4, 4, 4, 4. Heute. Und das wurde geändert mit Gen 3, dass in der Secret ID, also in der Secret ID im Hintergrund von dem Pokémon, wird hinterlegt in dem ellenlangen Code, ob es shiny ist oder nicht. Und auch das Geschlecht. Also die haben eigene Codes gekriegt für Geschlecht, für und so weiter. Deswegen in Feuerrot und Blattgrün sollte das keine Rolle spielen, ob männlich oder weiblich. Das sollte gehen. Nur in Gen 2 war das so. Geht mir genauso bei den Shiny Raids aus Kapu. Die paar, die ich habe, sind zwar in Home drin, aber haben für mich auch kaum einen Wert und will die bei Zeiten austauschen. Die Shiny Raids aus Kapu? Das heißt, welche, die du auf dem Discord gefunden hast und sowas? Ja, ebenso. Ich glaube, RNG-Manipulation macht mehr Spaß. Weil du wirklich so in diese Materie eintauchst und versuchst das Spiel zu verstehen und versuchst den RNG-Code zu verstehen und versuchst halt den perfekten Frame zu finden mit Software und hier und da drei Bildschirme. Oh mein Gott, du fühlst dich wie so ein Hacker. Es macht richtig Spaß. Aber ich glaube, auf Langzeit bedeutet dir ein Pokémon mehr, dass du mit 100 Stunden Spielzeit dir geholt hast. Weil du hast 100 Stunden deiner Lebenszeit da reingesteckt. Aber es gibt bestimmt genug RNG-Manipulatoren, die das Gegenteil sagen. Die sagen, da sitzen und die ganze Zeit A drücken
bedeutet mir nichts. Aber herauszufinden, welcher Frame der richtige ist, das ist cool. Deswegen, ich sehe es nicht als Cheaten, aber man sollte halt immer offen sein, dass man das gemacht hat, damit man Leute nicht... Also es sollte halt immer... Man sollte halt offen darüber kommunizieren, wie man ein Pokémon sich geholt hat. Da war letztens eben auch anscheinend jemand, der... War das mit Jirachi sogar? Der gesagt hat in einem Tweet, 1 zu 8000 Full Odds Shiny Jirachi, ich kann es nicht fassen, wow. Und wenn man sich dann den VOD angeschaut hat, wie er das gemacht hat, hat man gesehen, dass er es mit RNG-Manipulation gemacht hat. Und es hat halt in diesem Tweet gefehlt. Weil automatisch ist es, ehrlich gesagt, nicht mehr so beeindruckend dann. Und er hat den Tweet dann auch gelöscht, als sich Leute beschwert haben. Ich empfinde es auch so, dass die Zeit in Pokémon besonders machen. Deshalb möchte ich auch bei Arceus mein Shiny Frostedgel selbst fangen, statt ihn über Pokémon Go rüberwandern zu lassen. Frostedgel. Frostedgel. Aber willst du das Frostedgel fangen oder willst du einfach nur ein zitterndes Zelt fangen und es dann entwickeln? Wobei, dann musst du ein Weibchen fangen. Wahrscheinlich ist es schwieriger, unwahrscheinlicher. Es ist unwahrscheinlicher, ein weibliches, zitterndes Zelt zu fangen, als Frostedgel. Und das Alpha, also meine ich mit dem einen Frostedgel. Es gibt auch in dieser, in der Höhle, in der Eishöhle ist, glaube ich, ein Alpha-Frostedgel. Ich meine, statistisch gesehen ist das einfacher zu fangen, weil du nicht die 50-50 männlich-weiblich treffen musst. Auf der anderen Seite findest du das andere halt in Raids und dann ist es noch viel einfacher. Wenn dann das Alpha, oder? Shiny Alpha Frostedge. Was gibt es heute zu essen bei Ihnen? Brot. Ich habe heute Brot gebacken und es schmeckt okay. Das heißt, wir gehen nach dem Stream kurz zum Laden, kaufen uns Belag für das Brot und dann essen wir Brot. Was esst ihr heute? Ich esse heute Brot. Das war geil, ich bin... Vorhin habe ich mir gedacht, okay, ich guck mal nach dem Brot im Ofen. Wahrscheinlich ist eine halbe Stunde vorbei. Und ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe die Tür zugemacht, habe mich einfach hingestellt. Ich habe nicht auf den Timer geguckt. Ich habe mich einfach nur hingestellt, ins Wohnzimmer, habe gesagt, Brot. Ich habe mich einfach nur reingestellt, habe gesagt, Brot. Also ich gehe rein, der Timer tickt runter. Keine Ahnung, was der Timer ist. Ich stelle mich hin, sag Brot. Bip, 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 bip. Da habe ich mich wie Neo gefühlt, der die Matrix um sich herum beeinflusst. Und Rosa war dabei, sie hat es nur nicht gecheckt. Sie war tief in der Arbeit vertieft. Und ich habe mich hingestellt, habe gesagt Brot. Bip, 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 bip. Und ich gucke mich um, jemand ist da, aber hat es nicht mitgekriegt, dass ich das gerade gemacht habe. Das war voll cool. Brot. Bi, 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 bi. 30 Minuten. Isst man in Irland Brot? Ja, aber nicht so gutes Brot. Deswegen habe ich Brot gemacht, das sehr viele Körner und sowas hat. Weil hier essen die hauptsächlich Toast, weißes Toast und Soda Bread. Und ich hasse Soda Bread. Soda Bread ist Kuchen. Ich verstehe nicht, wie ihr das als Brot bezeichnen könnt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Wahrscheinlich mit Soda, Baking Soda. Ich weiß gar nicht, was Baking Soda eigentlich ist. Ist das Hefe? Nein, ist nicht Hefe. Soda Bread schmeckt wirklich... Es ist immer süßlich. Nicht, dass da Zucker drin ist oder sowas, aber allein diese Soda schmeckt, glaube ich, einfach süßlich. Und ja, die essen es. Also wenn ihr hier zum Beispiel in Irland oder UK eine Suppe bestellt, dann kriegt ihr ein Stück Brot mit dazu. Und das ist immer Soda Bread. Fanta-Kuchen. Was ist denn Fanta-Kuchen? Aber ich habe hier schon auch Brot gefunden, was halt nicht nur einfach
Pampe ist, sondern richtig Körner hat und sowas. Und das kaufen wir immer. Aber da musst du erstmal an einer Wand von Weißbrot und Soda Bread vorbeigehen, bevor du zu denen kommst, die für einen Deutschen respektabel sind. Ich habe 4 Gamecubes und einen Bluetooth-Controller. Und dieser Bluetooth-Controller ist verbunden mit einem Adapter. Dieser Adapter ist von Blue Retro, hat die Blue Retro-Software drauf. Und diese Blue Retro-Software kann so viele, ich glaube 16 Stück, 16 Signale aussenden. Und ich habe das halt verknüpft mit 4 Gamecubes. Das heißt, das gleiche Signal wird an 4 Gamecubes geschickt. Kommt bald ein Tutorial dafür, in einem Monat oder sowas. Denn so wie ich das mache, hat das glaube ich noch keiner gemacht. Gibt es irgendwas in Irland, was du aus Deutschland vermisst? Du meinst, gibt es irgendwas in Irland nicht, was ich aus Deutschland vermisse? Sehr viel. Schorlen. Apfelschorle. Johannisbeerschorle. Gibt es hier nicht. Kannst dir selber machen, aber im Lokal, wenn du sagst Schorle, natürlich, checken sie nicht. Es gibt nicht mal Radler. Das musst du dir alles selber mixen. Es gibt auch keine Spezi. Wenn wir zum Beispiel in einem Lokal sind, wo es halt so Automaten gibt, dann mache ich mir selber eine Spezi. Auch wenn ich nicht darf, weil da steht, ich habe Fanta gekauft. Ich darf keine Cola benutzen. Aber ich mache dann einfach Cola und Fanta zusammen. Keine Softdrinks? Wie? Natürlich gibt es Softdrinks. Es gibt nichts anderes hier, das ist das Problem. Es gibt nur Softdrinks hier. Also Schorlen vermisse ich sehr. Viele Fleischgerichte vermisse ich natürlich. Sowas wie Schnitzel. Sowas wie einen guten Leberkäse. Dann viele coole, so ein Schwarzbrot und sowas findest du hier nicht. Du findest alles in Feinschmeckerläden natürlich. Also standardmäßig findest du es nicht. Oder einen guten Saft. Es gibt Säfte, aber auch sehr teuer. Und was ich ja auch vor allem... Also es gibt aber keine guten Säfte. Also wenn es einen guten Saft gibt, dann ist es halt wirklich dieser eine. Und den musst du immer finden. Weil was an Säften da steht, reihenweise, sind halt Softdrinks wie Cola und sowas. Alle möglichen Varianten von Cola und halt nicht Cola, aber halt trotzdem Cola. Und super viele halt Sirup. Ich weiß nicht, wie die das trinken, aber da gibt es dann sowas wie Apfel und du denkst dir, oh, das ist einfach ein Apfelsaft. Aber es ist Apfelsirup. Du musst da wirklich einen Tropfen Wasser tun, damit das Wasser einen Geschmack von Apfel hat. Und das gleiche gibt es für Johannisbeer. Es gibt keinen Johannisbeersaft. Ich habe hier noch nie Johannisbeersaft gefunden, aber es gibt Blackcurrant. Da steht nicht Sirup drauf, aber es ist Sirup. In unserer Welt wäre das Sirup. Das ist wirklich dickflüssiger Johannisbeersaft, den du nicht trinken kannst. Den musst du verdünnen. Und es schmeckt so künstlich alles. Der Liebe willen? Nee, meine Partnerin hat hier einen guten Job gefunden, also sind wir ausgewandert. Fertig. Also Säfte, es gibt schon hier und da Säfte, die auch gut schmecken, aber nicht im Vergleich. Ne? Wenn du in Deutschland bist, ne, du stehst vor einem Saft. Mekka. Ne? Alles Mögliche in den verschiedensten Varianten, verschiedenste Marken, was nicht alles, kannst du hier vergessen. Brot, das gleiche. Es ist alles, es gibt schon das, was wir gewohnt sind, aber dann gibt es halt einmal und relativ teuer. Was ist denn hier los? Geh doch durch die Tür. Dumme Cosima. Ich wünschte, Cosima könnte man ausstellen. Ist so dumm. Ich hasse sie. Ich hasse Cosima. Mein Körper zittert vor Ungläubigkeit. Und was ich sehr vermisse, was ich ohne Ende getrunken habe in Deutschland, ist so dieser Volvic-Saft, aber mit einem leichten Geschmack. Zum Beispiel mit Pfirsichgeschmack oder Apfel. Aber dieser leichte, einfach nur so ein kleiner Hint an Pfirsich oder Apfel oder Erdbeere. Wisst ihr, dieses einfach pures Wasser, aber mit einem leichten Fruchtgeschmack. Pfanner. Nicht Pfanner. Pfanner auch, das gibt's ja auch nicht, aber Volvic. Es gibt hier Volvic.
Gleiches Logo, gleiche Marke. Aber wenn du hier etwas nimmst, wo... Habe ich direkt gekauft. Oh geil, es gibt meinen Volvic mit Erdbeergeschmack. Dann ist das aber kein Wasser mit Erdbeergeschmack. Keine Ahnung, die machen das halt... Ne, jede Marke muss sich anpassen an den Markt. Und wenn du hier Volvic kaufst mit leichtem Erdbeergeschmack, dann kaufst du ein, keine Ahnung, ein Erdbeer-Soda-Drink. Also es ist Kohlensäure, Zucker ohne Ende. Also es schmeckt wirklich, ich habe es nicht runtergekriegt. Es ist wirklich, keine Ahnung, Limo. Es ist Limo mit Erdbeergeschmack, Limo mit Apfelgeschmack. Also wirklich bappige, süße Limo. Das will ich nicht. Wenn ich einen Volvic mit Fruchtgeschmack kaufe, dann will ich einfach nur schönes, klares Wasser mit einem leichten Fruchtgeschmack. Und da ist es einfach Limo. Hier ist es einfach Limo. Gehst du dann ab und zu Familienbesuch in Deutschland? Selten. Aber ja. Welch ein Glück, dass du wenigstens an die Zutaten für gutes Brot kommst. Bei meinen Tanten in Vietnam kann ich das nicht immer so behaupten. Ja. Aber zum Beispiel letztens wollte ich einen Zopf machen und dann habe ich nach Zopfmehl gesucht. Find mal Zopfmehl. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist zu normalem Mehl und Zopfmehl, aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert mit normalem Mehl. Vielleicht ist es ja sogar Soda Bread. Zopf. Mein Zopf ist ähnlich wie Soda Bread. Nur Zopf ist so viel besser. Zopf gibt's ja, also sowas wie ein Zopf gibt's ja auch nicht. Fanta schmeckt auch anders. Fanta hier schmeckt auch süßer, finde ich. Oh, wisst ihr noch diese, manchmal gibt's hier noch diese OG Fanta. So mit Molke. Diese allererste Fanta, die es gab. Mm. Diese, mit diesem Oldschool-Verpackung. Ah, oh, die ist gut. Igitt? Warum? Jetzt habe ich Lust auf einen guten, weichen Zopfbrot. Mm. Weißt du schon, wer dein Rim Master werden soll? Ich glaube Entei. Der kann zwar dann, weil es ein Leggy ist, viele Sachen nicht machen. Aber die Sachen, die es nicht machen kann, sind auch die Sachen, die ich nicht machen will, glaube ich. Also die ganzen Kampfsachen. Gibt es diese wenige Zuckerfanta nur in England, nicht auch in Irland? Doch, hier gibt es viel so Light-Zeug. Klar, es gibt Cola Light und Fanta Light. Klar, überall steht drauf Zero, Sugar und sowas. Aber bei Getränken bin ich echt... Also was ich immer nehme, ist halt Lipton-Eistee. Da steht es auch immer fett drauf, ohne Zucker und so. Aber die meisten Getränke, für mich schmeckt es einfach nach pappiger Soße. Pappige Zuckersoße. Gibt es einen Grund, warum es Entei ist und nicht eins der anderen Raubkatzen? Weil Entei rückwärts Iete heißt und ich mag Iete. Nee, Entei, Ietne. Keine Ahnung, der einzige Grund ist, dass ich es lieber mag von allen drei. Was soll schon der große Grund sein? Nee, Master Challenge, Master Ribbon mache ich erst, wenn ich Origin Dex habe. Der Zuckersatz ist schlimmer, aber der macht nicht dick. Wenn du abnehmen willst, kannst du wirklich Cola Zero ohne Ende trinken. Ob das gut ist, ist die andere Frage, aber du nimmst ab. Du trinkst nichts, wo Zucker drin ist. Oder Kohlenhydrate. In England gibt es Fanta, die 1 zu 1 gleich schmecken soll, aber nur mit der Hälfte an Zucker. Das ist die ganz normale Fanta, nicht Light. Keine Ahnung. Mein Opa macht das tatsächlich mit Cola Zero. Die gute Zero.
Ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Lüge ist, ohne Zucker. Ich meine, Zucker ist halt der Zucker, von dem wir reden. Der Zucker, der Energie macht. Der Zucker, der sich absetzt in deinen Zellen. Keine Ahnung, Fett macht. Zucker halt. Süßstoff ist halt kein Zucker. Hallo, Mac Potato. Ich darf wegen meiner Allergie kein Zero-Zeug trinken. Die Austauschstoffe triggern viele Typen von Allergien. Einfach Wasser trinken. Ich hatte letztens einen Heißdurst auf Cola und habe mir eine Cola geholt. Ich mag Cola eigentlich gar nicht. Warum blinkt mein Controller so krass? Aber ich glaube, mein Controller ist bald leer. Okay, solange der Controller noch geht, machen wir noch weiter. Ich muss eh langsam aufhören. Was heißt das Beste? Ja, ich sollte, damit mir Wasser hier besser schmeckt, sollte ich es eigentlich einkaufen gehen. Aber ich sehe es nicht ein, Wasser zu kaufen, wenn Wasser in diesem Land umsonst ist. Also aus dem Hahn ist Wasser hier umsonst. Da trinke ich lieber Chlorwasser, als Plastik- oder Glasflaschen zu kaufen. Aber wisst ihr, das war auch geil. Ich gucke einen TikTok. Und mir ist es schon aufgefallen, wenn du jetzt hier einkaufen gehst, stehen da, ihr glaubt es nicht, aber hier stehen jetzt Pfandautomaten. Und ich bin so, oh mein Gott, haben die jetzt hier Pfandautomaten? Aber die gehen auch nicht. Aber bald. Und Irland ist so, da habe ich einen TikTok gesehen, wo einer halt vom Staat oder so, von der Behörde, irgendwie in die Kamera redet, im Fernsehen und sagt, ab dem, ich weiß nicht, Februar vielleicht sogar, ab dem, keine Ahnung, 10. Februar wird Irland Pfand einführen. Bei jedem Einkaufsladen stehen Pfandautomaten. Wir verlangen ein bisschen mehr für Alu oder halt Blechdosen und Plastikflaschen. Und dieses Geld kriegen sie zurück, wenn sie zu unserem Einkaufsladen zurückkommen und am Pfandautomat diese Flaschen wieder abgeben. Ich denke mir so, okay, nice. Seid ihr auch angekommen? In 2023. Und dann sagt er sowas jetzt umschrieben, so einen dummen Satz wie, Irland möchte damals als Beispiel stehen, als die ersten in Europa, denen es um Umwelt geht. Und das soll vor allem dafür sorgen, dass Sachen recycelt werden und wieder benutzt werden, anstatt dass Sachen einfach weggeschmissen werden. Und ich denke mir nur so, ich denke mir dann so, nicht willkommen in 2023, willkommen in. Und habe ich zurückgerechnet. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wann in Deutschland Pfand eingeführt wurde. Und ich glaube länger als ich lebe. Oder? Könnt ihr euch daran erinnern, dass Pfand eingeführt wurde? Also ich kann mich nicht erinnern. Für mich war das eine Normalität schon immer, seitdem ich lebe. Und da sitze ich wieder auf der Toilette und schreie in dieses TikTok rein und denke mir so, du hast keine Ahnung von der Welt. Oh mein Gott, bist du dumm. Ihr tut so, als ob ihr fortschrittlich seid und schafft es 30 Jahre später, mindestens. Mindestens. Ich bin 35 und ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht Pfand zu haben in Deutschland. Also ich glaube aber, es ist gut. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was sehr viel richtet, weil es gibt jetzt so viel asozial viel Müll einfach, der rumliegt. Ich denke mir so oft, so ich habe mir so eine Plastikflasche in der Hand und denke mir, ich kann nichts anderes damit machen, als das Ding jetzt wegzuschmeißen. Und damit es weggeschmissen. Seit Ende Juni 2005 erst oder schon, nee, erst, da war ich alt, da war ich schon Bart. Google sagt 2003, Lucy sagt 2005. So 2010 rum kam Pfand? Nein, 2010 habe ich Abi gemacht.
Du hast auch gegoogelt. Also ich war bis 2006 in der Schule und wir hatten keinen Pfand. Ich bin 36 und erinnere mich an die Einführung. Damals gab es noch Pfandzettel zu den Flaschen dazu, die man zusammen abgeben musste. Ich glaube, das war bestimmt in jedem Bundesland anders. Sagen wir mal 2003. Unicorn seit 2003. Und ich glaube Unicorn, weil es ist ein besonderer Name. Ich finde 2003 klingt richtig. Also ich hätte gedacht 1990 oder sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern. Für mich war das immer in meinem Kopf als gegeben. Wie alt war ich 2003? 15. 14. 14? Ja. Okay, dann sind es aber trotzdem 20 Jahre. Oktober 2004, der Beschluss für einheitliche Pfandregelung. Okay. Also 2003. Das wäre erst zu Eurozeiten. Trotzdem, dann ist es vielleicht nicht 30 Jahre, aber 20 Jahre. Ist schon krass, dass so gut wie kein anderes Land auf der Welt es macht. Aber es ist so einfach und macht so viel weniger Müll und sorgt so viel mehr für Reusability. Bin gespannt, wie lange das hier dauert, bis Leute das akzeptieren, dass das geht. Aber wenn sowas 50 Cent mehr kostet, ich weiß nicht, wie viel mehr. In dem Video hat er nicht gesagt, wie viel mehr. Er hat nur gesagt, für einen kleinen Aufpreis. Gab schon davor auf Dosen, aber PET erst später. Oh, daran kann ich mich erinnern, dass sie das dann erweitert haben. Daran kann ich mich erinnern. Aber das Prinzip von Pfand, hätte ich gedacht, gibt es schon seitdem ich lebe. So vor allem mit Aludosen halt. Aber warte, es gab schon länger Pfand, beispielsweise bei Glasflaschen und später kamen dann Dosen. Glas? Glas? Glas war für mich immer ab damit auf den Glascontainer. Ach stimmt, Glas hat auch... Das Etikett kann halt das Symbol haben. Oh Gott, ich bin so verlaufen jetzt hier. Und Kästen, ja. Ja klar, Bier und sowas. Ja, das war doch viel früher, genau. Wasserflaschen 15 Cent und Bier 8 Cent. Ja, ich glaube, jeder von uns hat schon mal erlebt, wie ein Pfandautomat einfach nicht funktioniert. Nicht nur einmal. Ich glaube, mindestens 10 Mal, mindestens 20 Mal in unserem Leben haben wir erlebt, wie ein Pfandautomat nicht funktioniert. Aber es ist auch irgendwie, weil auf der einen Seite muss der halt viel annehmen, weil es gibt auch nichts Nervigeres, als wenn du eine perfekt geformte Flasche da reintust und sie wird nicht angenommen. Aber vielleicht sorgt das dafür, dass die halt oft Sachen annehmen, die eigentlich da nicht rein sollten und dann verstopft das Ding. Ach, keine Ahnung. Ja, aber ja, die gehen nie. So wie der Eisautomat bei Mac ist. Da kannte ich mal den Grund, warum die immer nicht gehen. Das haben sie uns mal gesagt. Ich glaube, weil die so besonders... Zumindest, es ist ja nicht schlimm, wenn was kaputt geht, aber es ist halt schlimm, wenn die ewig nicht repariert werden. Und ich glaube, das Problem bei den Meckes-Eisdingern war, dass die so besonders sind, dass da immer extra ein Reparateur kommen muss. Das kann halt niemand... Genau, wartungsintensiv. Es kann halt keiner von dort einfach schnell fixen. Sondern muss jemand kommen mit dem richtigen Ersatzteil, was erst produziert werden muss. Also das ist halt so eine spezielle Maschine, die nicht normal reparierbar ist irgendwie. Und deswegen fällt einem so leicht auf, dass das dauernd kaputt ist. Weil wenn es kaputt geht, wird es einen Monat nicht gerichtet. Es gab ursprünglich eher den Pfand auf die Kästen, irgendwann dann auf Dosen und weiter mit PET. Wenn ich mich aber recht erinnere, war das ursprünglich noch nicht auf allen Flaschen, sondern je nach Inhalt. Und inzwischen ja nahezu bei allen und sogar auf Müllermilch und so. Das mit Müllermilch ist krass, weil das ist doch einfach nur ein Plastikding. Also ich finde es cool. Aber nimmt er das dann echt an?
Auch wenn da noch eine halbe Müllermilch drin ist. Wobei, nee, Müllermilch sind diese dicken Plastikdinger. Ich denke gerade an so einen Quark. So ein dünnes Plastikbecherchen. Aber wir reden von den dicken Flaschen quasi aus Plastik. Das macht Sinn, ja. Ich dachte gerade an so ein Quarkding. Da bekomme ich immer Stressadern am Pfandautomaten. Ich mochte das immer. Ich mag das. Vor allem, wenn die Pfandflaschen, die man abgeht, komplett abgefuckt sind. So 3 Jahre alte Bierflaschen, die gerade noch so ein Etikett haben oder gar keins mehr und sie werden trotzdem angenommen. Ist so, oh ja. Restflüssigkeiten machen jedes Gerät fertig. Ja. Die Anime-Stresspusteln. Der Dampf aus den Ohren. Hallo Daisuke. Ja, also wenn du so 100 Flaschen zum Einwerfen hast, dann solltest du gefälligst zwischendrin auf Stopp drücken und Leute vorlassen, die hinter dir sind. Ich würde allein aus Sicherheit immer mal wieder auf Stopp drücken, damit der nicht auf einmal vergisst. Keine Ahnung, ich hätte Angst nach 15 Minuten, dass das Ding einen Autostart macht, einen Auto-Reset macht und dann all mein Geld weg ist. Kurz vor Ende nochmal reingucken. Hallo Marco. Den Streak will er sich abholen. Hallo Mörsel. Ja, hat Rewe auch erzählt. Hat Happens auch erzählt. Beim Rewe kontrollieren die, wie oft du kommst. Was war da? 100 Flaschen maximal oder so. Wenn sowas passiert, kommt der Zettel vorher raus. Oha. Hallo Tempelritter. Okay, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 7 2, 2 4 7 6, 2 4 8 0. Gibt es irgendeine schöne Zahl, auf der wir aufhören können? Nein. Woher weißt du das? Woher weiß ich was? Hast du so viel Pfand? Happens arbeitet da. Der weiß die Regeln von seinem Etablissement, weil er da arbeitet. Es kann mal passieren, dass Großfamilien mehrmals am Tag den Automaten besetzen oder ihre Kinder schicken. Ach, anstatt hier, kleiner Timmy, hol mal dem Papa neue Zigaretten. Ist es dann, kleiner Timmy, nimm mal hier die 100 Pfandflaschen und gib die ab. Bam, 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 bam. Okay, ich gehe für mein Brot Sachen jetzt holen. Wir stoppen bei 2, 4, 7, 2. Außer da ist jetzt das Shiny dabei. Dann können wir nicht sofort stoppen. Dann muss ich erstmal feiern. Danke, Shriek. Thank you.
Nope. Okay. 1, 2, 3, 4. Was haben wir heute getan? Wir haben ein weiteres Scheimen gefangen. Es in die Skyform gebracht. Wir haben unser Evoli zu Glaziola gemacht. Und haben, keine Ahnung, 100 Entei Resets gemacht. Und das war's. Bitte schaut euch mein Video an zum Transfer. Wenn euch das interessiert, ihr müsst es nicht anschauen, wenn euch sowas nicht interessiert. Aber fettes Video ist rausgekommen heute. Über alle möglichen Optionen, Informationen, wie man Pokémon von Gen 1 bis 7 transferiert auf Home, auf die Switch. Wenn ihr es nicht guckt, dann gebt es anderen zum Gucken, empfehlt es anderen, die sich vielleicht mit alten Pokémon-Spielen auseinandersetzen und die rumtauschen wollen. Anderen Leuten Videos empfehlen ist das Krasseste, was man machen kann, damit ein Video sich verbreitet. Vielen Dank fürs Dasein und wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr mit wahrscheinlich einer weiteren Runde. Wird Entei endlich eine andere Farbe haben? Was heißt endlich? Wir sind gerade mal bei einem Drittel. Viertel. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns. Bussi, bye bye und bis morgen.